YouTube! Wir haben ein altes, gammeliges, siffiges, runtergekommenes Crack-Hütten-Hotel geerbt. Und weil ich irgendwann mal mit diesem alten Hotel Erfolg haben möchte und ganz viele Gäste dort drin haben möchte, müssen wir das heute gemeinsam renovieren. Klingt total spannend, ist es aber eigentlich gar nicht. Und wenn ihr so richtig mal im Leben was Aufregendes erleben wollt, dann kommt doch mal gerne live auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Dort machen wir immer ganz viele schmutzige Sachen. Auf Twitch ist es dirty, auf YouTube ist es ab 12, weil ihr wisst ja, YouTube ist streng. Werberichtlinien und so weiter und so fort. Also auf Twitch lasse ich so richtig die Sau raus und auf YouTube bin ich voll der anständige, brave Junge. So, Hotel renovieren, Story-Modus. Wir müssen uns jetzt erstmal jemanden aussuchen, entweder Sandra. Hallo, ich bin Sandra und ich bin hier, um zu helfen. Bringen wir die Sache ins Rollen. Klingt irgendwie sexy, aber ich weiß nicht. Yumiko, hallo, ich bin Yumiko. Ich kann es kaum erwarten, mit dir das Hotel zu renovieren. Irgendwie hat Yumiko eher so mein Herz erobert. Aber lassen wir doch einfach den Chat entscheiden. Oder wollen wir BB101? Piep, 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 piep. Ich bin BB101. Meldet sich zum Dienst an der Rezeption. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Also treiben wir die Renovierung voran. Tja, was sagt der Chat wohl dazu? Max nehme ich auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, der sieht mir irgendwie, der zieht mich doch ab. Max war früher mal im Crack-Hotel Kunde und ich will ja ein neues Image, deswegen kann ich Crack-Max einfach nicht gebrauchen. Crack-Max ist raus. Der kann nicht dabei sein. No Crack-Max. Alle wollen Blondie? Echt? Seid ihr so berechenbar? Ihr wollt wirklich Blondie? Gut, dann nehmen wir Blondie. Dann nehmen wir Blondie. Sandra, du hast es geschafft. Der Chat liebt dich. Der Chat liebt dich, Sandra. Wir sind auch 99,9% Typen. Nur so als kleine Information für die YouTube-Zuseher. Also, wenn ihr irgendwie die Hoffnung habt, vielleicht eine nette junge Dame hier auf Twitch kennenzulernen, vergesst es. Es sind alles Boys. Wir sind ein reiner Würstchenclub hier. So, Sandra ist also unser Mate. Tja, nur die Twitch-Zuseher sehen mich jetzt stylisch tanzen, während es lädt. Ich mache hier gerade so einen coolen Tanz. Das sieht man aber nur auf Twitch, also kommt auf Twitch. Und die Musik ist vorbei. Das sieht ja schon mal sehr runtergekommen aus. Meine erste Aufgabe ist es, einen Huhn zu choken. Müll, echt? I didn't think you'd be able to do it, to be honest. Now we have to get rid of her. Throw her out the window in the hallway. She'll like the big city. Was meint, ich schmeiß das Huhn jetzt einfach auf die Straße? Wie asozial ist denn dieses Spiel? Also ganz ehrlich, ja, hier, bitte, werd überfahren. We need to put a lot of work into it. And yet, we already have guests waiting to stay here. So let's get the first room ready. Also wie gesagt, früher wurde hier Meth konsumiert. Let's start by earning some money on this old painting. Als ob da einfach irgendwie so ein altes Gemälde drin hängt, was einen Wert besitzt. Kann mir doch niemand erzählen. So, jetzt habe ich dieses Gemälde und jetzt soll ich es einfach verkaufen. Warte, Moment, nehmen. Verkaufen. So. Use the crowbar to dispose of the junk cluttering this place and don't hold yourself back. Alles klar, ich soll das Crowbar usen. Wie komme ich an mein Crowbar? Halte die und wähle das Entfernwerkzeug. Bla bla blub. Alright. Bam! Randale im Hotelzimmer, wenn es nur im echten Leben so geil wäre, oder? Chat. Wenn man im echten Leben nur so durchs Hotelzimmer fegen könnte. Ich hau hier alles auseinander. Ich hau die ganze Bude hier zu Brei. Wenn es im echten Leben doch nur so einfach wäre. Wenn ich jetzt hier so charge, kann ich direkt... Bam!
Boah, Alter, was ist das für eine Zauber-Crowbar? Wusch. 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 Thors Hammer. In Form von einer Brechstange. So, ach, die Wände müssen auch weg. Alles muss weg. Heizkörper, alles muss raus. Alles Müll hier. Also wie gesagt, das war mal so ein kleines Meth-Hotel. Aber wir machen daraus ein 5-Sterne-Upper-Class-City-Hotel und werden damit reich. Alter, guck mal hier. Er charge die Crowbar und fegt einmal hier durch. Putz. Und weg ist hier alles. Ihr werdet das Zimmer nicht mehr wiedererkennen. Sind hier wirklich nur Jungs im Chat? Da kommt direkt einer rüber. Ja, hier sind nur Boys. Wir sind ein Boy-Club. Wir sind eine Würstchenbude hier auf Twitch. Aber ist auch gut so. Ich finde, das ist auch gut so. Ich finde, es muss auch Orte geben, wo Männer einfach noch Männer sein können, oder? Heutzutage gibt es nicht mehr wirklich viele Orte, die einfach männlich sind. Und unser Chat, der ist einfach noch männlich. Da fühlt sich jeder wohl. Da muss man nicht irgendwie auf seine Aussprache achten. Hier ist alles erlaubt. So in diesem kleinen Männerzirkus. De facto gibt es so auch keine sexuelle Belästigung, weil wen willst du belästigen? So, ne? Es ist chillig. Es ist chillig. Der Boy Club ist... ja, ist einfach super, der Boy Club. Ja, einfach super. So. Kann ich die Tür auch wegkloppen? Nee. Oh, Alter, das Badezimmer ist ja richtig siffig. So. Wir haben noch einiges zu tun. Und hier nochmal die wegholen. So, 73%, was Böden angeht. Wände haben wir noch richtig viel. Zu was zählt die Decke? Ich will gar nicht wissen, wie lange du hier an so einem Hotelzimmer sitzt, ne? Bis das dann schön hergerichtet ist. Das ist nur für Leute, die wirklich Zeit mitbringen. Also, da muss man schon Geduld haben. So, das sieht aber gut aus. Kostet es mich Geld, Sachen zu entfernen? Nee. Gut. Also abreißen ist gratis. Naja, mit dem Zauberwerkzeug hier sollte das ja auch nicht anders sein. So, das geht Gott sei Dank alles relativ flott. Hier noch die Lampe, die muss weg. Hier nochmal hin. Hat das Spiel keine Musik oder so? Ich muss mal ganz kurz in die Optionen rein. Ich habe da eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe es einfach mal so auf Standard gelassen. Aber irgendwie, ne? Ton. Na also, ist ja super leise. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Mucke. Das machen wir auch ein bisschen lauter. Man weiß halt nie, ob es Lizenzmusik ist, ne? Das weiß man halt heutzutage nie. So, jetzt hol wieder deine Crowbar raus. Ganz leise ist die Musik, ja? Irgendwie so ganz leise. Ein bisschen leise, seichte Musik im Hintergrund am Dudeln ist ja auch eine nette Sache. Guck mal, das ist jetzt ein Zimmer, was ich hier gerade renoviere. Und irgendwann müssen wir dann noch das Foyer renovieren. Und wir haben so viel zu tun. Wenn das hier mal ein richtig guter Laden werden soll, dann müssen wir hier aber ordentlich reinkloppen. Guck mal, ich kann auch hier so speedmäßig bam, 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 Randale. So, 94%. 95, 97, 98, wir müssen gleich durch sein. Hier nochmal Wände weghauen. Was fehlt denn eigentlich da noch? Guck mal, wir haben hier 2%, die wir irgendwie vermissen. Ah, die Lampe. 100%, yes! Und jetzt noch das hier. Aber guck mal, hier ist ja auch noch eine Lampe. Und hier ist auch noch eine. Bam! Bam! Ich freue mich schon, wenn ich einrichten darf. Sowas ist immer total chillig. Sachen einrichten. Alter, wie er die ganze Decke mit einem Hieb weghaut. So, das haue ich hier nochmal Speedo Gonzales-mäßig weg. 97%. Immer noch 97%. Wo fehlt denn was? Hier ist noch was. Mephisto, du alter Fisto. Dankeschön für 100 Bits.
Genau diese 100 Bits habe ich jetzt gerade in diesem Moment gebraucht. Das hat mir wirklich jetzt den Kick gegeben. Komm. Ey, das Spiel nimmt es aber auch wirklich super genau, ne? Moment, hier ist noch ein bisschen Fußboden. Fußboden ist durch. Jetzt fehlt aber irgendwo noch ein Fitzelchen Wand. Wo ist denn hier bitte schön noch ein Fitzelchen Wand? Dieses 1%. What? Die Wände sind doch clean. Die sind doch komplett nackig. Wo ist da noch was? Hier vielleicht irgendwo? Hinter der Badezimmertür, sagt der Chat. Die haben wieder Ahnung. Ist hier noch was? Nee. Hier ist noch ein bisschen Fußboden, aber wo ist Wand? Unter dem Fenster ist da... Nee, das ist doch auch... Warte mal, das hier, das hier. Ah, das hier. There's a lot of rubble on the floor after all that mayhem you caused. You've got some cleaning up to do. Na, Sandra ist schon eine Tolle, ne? So, jetzt ist hier super viel Dreck auf dem Boden. Weil ihr habt mal wieder super viel Dreck gemacht, Chat. Warte, Moment, wie... Und jetzt... Alter, was ist das denn hier für ein Powerfeger? Und... 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 Psst, hey! Findet ihr Hausarbeit geil? Ich finde Hausarbeit irgendwie mega geil. Ich finde Hausarbeit ist voll chillig. So, bunte Welt. Jetzt darf ich... umdekorieren. Wie geht das? Wähle ein Werkzeug und verwende, um den Stil der Verkleidung zu wählen. Drücke Tab, um zwischen Farbe und Farbpalette zu wechseln. Halte, um mit der Verkleidung zu beginnen. Okay, verstanden. Dankeschön, Gulf. Ich hasse Hausarbeit. Nee, ich finde Hausarbeit mega geil. Wisst ihr warum? Wände, Boden, Wände. So, Tab. Jetzt Werkzeug. Moment. Er macht das einfach so mit einem Stift. Tab. Und dann kann ich hier wählen. Was nehme ich denn für eine Farbe? Ich hätte gern so ein elegantes Grau oder sowas. Haben wir das hier? Ja, hier so. Grau ist doch irgendwie im Moment total hip. Sowas hier. Und dann... Er malt das einfach an, der Lümmel. Jetzt kann ich hier meine Kreativität... Ach, ist das cool. Nee, ich finde Hausarbeit voll geil, weil ich finde, mein Beruf, den ich hier ausübe, wenn man das überhaupt einen Beruf nennen kann, ja, hier zu sitzen und mit euch gemeinsam Spiele durchzuspielen, das finde ich, ist so ein Beruf, wo du einfach kein Ergebnis siehst, weißt du? Wenn du Hausarbeit machst, zum Beispiel, du machst deine Küche sauber, du machst deinen Herd richtig schön sauber und alles, guckst dir das dann später an und denkst dir so, ah, die Küche glänzt, weißt du, da hast du so ein richtiges Ergebnis. Ich habe kein Ergebnis. So, hier noch. Warte mal, jetzt mache ich hier aber dann das Ganze in einem anderen Ton. Dann kann ich das hier schon mal so alles... Weil das sieht, wenn dann Möbel drin sind, ist ja jetzt total schick, ne? So grau. Ist total schick. Ups, das wollte ich gar nicht. Das ist ja total schick grau. Alter, mit diesem Zauberding geht es ja alles super easy. Das wird so eine sexy Bude, die wir hier dann haben. Oh, das hier oben ist ein bisschen blöd auszuwählen. So, jetzt. Man muss natürlich so ein bisschen Kontrast mit reinbringen, ne? Und das war... War das das Grau hier oder war das das Grau hier? Ist das hier? Ne, ist ein anderes schon wieder. Oh Gott, welches Grau habe ich denn gewählt? Ne. Ne, ne. Oh Gott, welches Grau habe ich hier gewählt? Reinweiß? War es reinweiß? Nein, das war es auch nicht. Ach du Heilige! Das finde ich auch nie wieder, mein Grau. Das ist es auch nicht.
Verkehrsgrau. Sieht man das irgendwo hier? Wenn man drauf geht, Verkehrsgrau? Gibt es Verkehrsgrau? Hellgrau, Kieselgrau. Verkehrsgrau, ja. Hey, der Chat passt einfach auf. Die haben einfach Ahnung. Und hier habe ich... Na gut, dann machen wir hier auch nochmal Verkehrsgrau. So. Beim Boden hätte ich gerne Holz. Nee, das ist nicht Verkehrsgrau. Verkehrsweiß habe ich jetzt. Oh nein, jetzt habe ich Verkehrsweiß. Verkehrsschwarz. Gott, hier gibt es ja super viel Zeug. Bin jetzt schon überfordert. Hellgrau, Silbergrau. Verkehrsweiß. Verkehrsschwarz. Wo ist denn Verkehrsgrau? Wo ist Verkehrsgrau? Hellgrau, Seidengrau, Signalgrau, Silbergrau, Verkehrsgrau, hier. So, jetzt muss ich die Wand nochmal machen, weil ich will ja das hier in derselben Farbe haben. Okay, so kann man sein Geld schnell verbraten. So. Die hier mache ich auch noch so. So. Was haben wir denn hier? Grüntöne. Was es hier alles gibt. Ich werde ja schon bei der Farbe ewig brauchen. Grün-Grau. Wie machen wir den Flur? Irgendwas Helles? Schöner, heller, einladender Flur. Austernweiß könnte gut kommen. Mit den dunklen Türen. Das könnte gut kommen. Und dann würde ich ja nochmal Farbakzente reinsetzen. Heutzutage macht man ja zum Beispiel so eine Wand halb-halb. Ist ja auch total beliebt. Dass man da irgendwie so einen Streifen nochmal durchzieht. Sternstaub-Templer Helmsi. Boah, was für ein Name. Dankeschön. Dankeschön für deinen Support. So, ich streiche das hier alles. Machen wir dann auch noch in der Farbe. Hier ziehen wir dann unseren Cut. Und wie gesagt, ich überlege dann nochmal quasi Akzente zu setzen. Aber ich finde immer so Wohnungen mit zu viel Farbe und besonders mit so richtig knalligen Farben, ich finde sowas immer ultra anstrengend. Ich fühle mich da einfach nicht wohl. Ich bin eher so jemand von ruhigen, natürlichen Farben, die quasi dann irgendwann ins Gesamtbild der Wohnung eintauchen und verloren gehen. Das ist so mein Geschmack. Ich mag das gar nicht, wenn so Wohnungen so total überladen sind. Farblich überladen, finde ich immer total furchtbar. So. So. Und nochmal hier ganz schnell. So. Dann brauche ich jetzt den Boden. Da muss natürlich jetzt ein bisschen was Fancyes rein. Holz? Haben wir kein Holz? Andere, Teppich, Keramik, andere. Gehen wir mal in andere rein. Gras. Ich will Holz, verdammt. Gibt's kein Holz? Was haben wir bei Teppich? Kann nicht sein, dass wir kein Holz haben. Gut, wir haben echt kein Holz. Wir müssen anscheinend wirklich fließen. Das gefällt mir nicht so gut. Wir müssen echt fließen. Das gibt's ja nicht. Oder habt ihr eine Ahnung, wo es Holzboden gibt? Und hier ist so eine Stelle nicht richtig gefärbt. Warte mal, das muss sogar weg. Ich würde den Boden relativ dunkel machen. Drück mal Q. Was ist denn bei Q? Da passiert gar nichts, wenn ich Q drücke. Ich würde den Boden relativ dunkel machen. Schauen wir mal, was wir hier haben.
Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Farbe. Haben wir sowas in einem Braunton? Irgendeinen Braunton hätte ich gerne. Gott, gibt's hier viele Farben? Guckt euch das an. Okay, es hört nicht mehr auf. Ich hab's irgendwie übertrieben. Hey! Ich hab's übertrieben. Nee, das ist too much. Also holzbodenmäßig haben wir nichts. Oder sowas hier. Das würde auch ganz gut kommen. Das hier gefällt mir gut. Haben wir hier so einen Braunton. Ich glaube, ich nehme das hier. Das kommt noch so am ehesten Richtung Holz. Oder der hier. Der hier. Der hier ist gut. So. Vielleicht Teppich im Flur. Dass wir das mal bis hierhin kacheln. Und im Flur machen wir dann Teppich rein. So. Bam. Okay, ich soll E und Q. Was ändert sich da? Ich wähle Farben aus und drücke E und Q. Werkzeugmodus. Ah. E und Q. Passiert bei mir gar nichts. Noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwie noch. Oh, jetzt ist hier Dreck oder was? So. Böden. Fertig. So, gehen wir mal zurück. Und hier wollen wir Teppich. Vielleicht so ein bisschen edel, aber auch was Dunkles. Nicht in grünen Bereichen. Auch irgendwie vielleicht in so einem... Entweder in so einem Bordeaux. Obwohl, dann hebt es nicht so sehr ab. Ich würde sowas hier nehmen. Das würde eigentlich ganz gut reinpassen. Das kann ich mir vorstellen. So. Es soll ja nach Hotel aussehen. Am Fenster habe ich eine Stelle, wo Farbe fehlt. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Det wesisch. So, wo ist denn hier Wände? Ja. Was hatten wir denn hier? Kein Austerweiß, sondern wir hatten hier das Grau. Wo ist jetzt wieder das Grau? Verkehrsgrau A. War es das hier? Ne, hier hatten wir... Ne, hier hatten wir kein... Was hatten wir hier? Das muss man sich echt merken. Was hatten wir hier für einen Ton? Was hatten wir hier für einen Ton? Ich weiß es nicht mehr. Gott! Macht mich jetzt schon wahnsinnig. Kieselgrau? Seidengrau? Nee. Hier hatten wir Auster. Austernweiß. Vielleicht mache ich einfach. Ich mache jetzt einfach hier auch Austernweiß. Ich kann mir die beiden Farben, kann ich mir merken. So, jetzt gehen wir hier noch durch, damit es hier alles schön fertig ist. So, erstes Hotelzimmer und ich brauche schon eine Ewigkeit. Wupp, 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 wupp. Wir müssen noch die Decke machen. Bei der Decke würde ich eher einen dunklen Ton nehmen. Oder wirklich was ganz, ganz anderes. So. Kann man so machen. Geht so. Also, Austernweiß. So, die Decke. Was nehme ich für die Decke? Vielleicht sogar irgendwie in so einem Ton. Nee, das ist zu krass. Das ist zu krass für die Decke. Es muss irgendwas sein, was sich so ein...
harmonisch einbindet in das restliche. Nee, kein rosa, blau. Nee, das ist schon mal nix. Schauen wir mal hier rein. Ich muss mir das mal angucken. Nee, es gefällt mir schon mal nicht. Das ist mir, ich hätte schon gern irgendwie so einen Ton mit, vielleicht das hier. Eine dunkle Decke. Wir nehmen das hier. Wir nehmen das hier. Das ist gut. Was für ein Chaos jetzt hier ist. Niemand weiß, wie was gestrichen werden soll. Vorsicht, 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 Vorsicht. So. So, das habe ich alles. Hier. Hier. Das wird am Ende stilvoll aussehen. Vertraut mir doch mal ein bisschen, Chat. Der Chat ist schon voll. Mach rosa und pink. Das wird ein seriöses Hotel, Mann. Die Crackbude wird seriös. Wird ein seriöses Hotel. So, ich würde sagen, Decke lassen wir alles ein. Jetzt machen wir im Flur dieselbe Farbe. Das wird alles eins. Wenn erstmal Möbel drin sind, wirkt das dann noch alles ganz anders. Und vielleicht ziehe ich hier noch einen dunklen Farbstrich oder so durch. Aber hier fehlt auch noch ein bisschen Austernweiß. Hab's mir gemerkt. Austernweiß. So. Das sieht doch schon viel netter aus. So, Badezimmer. Machen wir so. Bad sollte hell sein, finde ich. Ich mag keine dunklen Badezimmer. So. Als Kontrast mache ich die Seite hier noch ein bisschen anders. So. Ich muss halt viel rausholen dann mit Akzenten und Möbeln. Gut. Gut. Stahlblau. So, haben wir jetzt alles gestrichen? Ja, oder? Ja. Dankeschön an Hansult für den Wahnsinns-Raid. Der Chat ist total skeptisch. Ja, das ist ja noch steril. Habt ihr mal eine gestrichene leere Wohnung gesehen? Die sieht immer steril aus. Wie macht ihr denn eure Wohnung? Pink? Will ich durchdrehen. So, was fehlt denn jetzt noch? Was ist das für ein Symbol da oben? Böden. Wie jetzt Böden? Achso, klar, hier gibt es ja auch noch einen Boden. Teppich in einem Badezimmer geht nicht, deswegen muss es irgendwas mit Kacheln sein. Und bei Badezimmer würde ich sogar kleineres nehmen. Und dann schauen wir mal, was wir für Farben hier haben. Das hier. Für den Chat. Jetzt kommt Farbe in die Bude. Für den Chat. Bitteschön. Sandra sagt, es ist hot. Sandra sagt, das sieht super hot aus. Wisst ihr, jetzt kommen Möbel rein und so, und dann mache ich vielleicht hier noch, keine Ahnung, Akzente und sowas rein. Muss ich erstmal gucken, wie komme ich zum Möbel hier? Wie komme ich ins Möbelfachgeschäft? Spiel. So,
Q und E, um den Gegenstand zu drehen. Aha, verstanden. Markiere das bereits platzierte Element mit dem Zeiger und drücke Space. Drücke Tab, um zwischen Materialien und Farben zu wechseln. Alter, ist das aufwendig. Ist das aufwendig, Leute. Möbel. Hier kommt natürlich ein Sofa hin. Ja, Sofa muss hier hin. Wir haben noch nicht so viel Auswahl, glaube ich, ja. So, warte mal, wie jetzt bearbeiten? Ach du heilige Kacke, was geht denn hier alles? Ist ja Wahnsinn. Das Spiel ist ja super krass umfangreich. Haben wir Leder? Moment, habe ich jetzt eins platziert? Oh nein, kann ich es nochmal bearbeiten? Kann ich das hier nochmal bearbeiten? Oder muss ich das jetzt wirklich zerstören? Das wollte ich gar nicht. Sorry! Die Hanio! Dankeschön für den mega fetten Sub. Dankeschön. So, nochmal Sofa wählen. Ich wollte auch noch hier... Genau, und jetzt bearbeiten... Und jetzt will ich noch den Farbton mir angucken. Das sieht ja total kacke aus, wenn das nur weiß ist. Gibt es sowas vielleicht in Grünfarben? Das wäre was. Nee. Hm. Ich nehme das hier. So. Jetzt brauchen wir natürlich nebendran noch Beleuchtung. Ist auch super wichtig. Wo kriege ich sowas wie Beleuchtung her? Schränke. Ein Couchtisch. Ja, die hier könnte man machen. Nee. Nee. Haben wir nicht irgendwas mit Glas? Ist noch gesperrt. Ich glaube, ich stecke zu viel Liebe in mein erstes Zimmer rein. Vielleicht der hier? King of Doom 20, Dankeschön! Vielleicht der hier? Was für eine Farbe gibt's hier? Irgendwie ein bisschen dunkler. Da geht er zu sehr unter im Boden. Wir bräuchten noch einen Teppich. So, wir brauchen noch ein Bett. Bett kommt hier hin. Ich habe einfach noch nicht so viel Auswahl. Ich nehme als Bett... Ich nehme das hier. Nee. Auch nicht. Das ist einfach zu viel Auswahl. Das ist echt zu viel Auswahl. Catboy Manu, Dankeschön für den Sub. Oh, es hat sogar irgendwie was. So. Ein Schränkchen. Brauchen wir ein Schränkchen? Wir brauchen sogar zwei Schränkchen. Er ist immer noch gesperrt. Was kann ich daraus noch zaubern? Alles nicht so wirklich meins.
Die Holzschränkchen sind... Dann finde ich das noch fast hübscher. Wir sind ein Hotel ohne... Okay, dann muss es dann muss die Couch hier hin. Da machen wir eben... Das ist ein kleines Zimmer. Biegsam, Dankeschön. Endlich mal jemand, der ein bisschen auf meiner Seite hier ist. Das ist ein sehr kleines Zimmer. Ich brauche dieselbe Farbe wie das Bett wenigstens, damit es passt. Haben wir nicht die Bettfarbe oder was? Oder liegt das am Material? So ungefähr dieselbe Farbe vom Bett. Das ist ja so ein... Na, das ist dunkler, das Bett. Ja, so in die Richtung wird's langsam. Kann ich einen Fernseher übers Bett hängen? So, haben wir die beiden. Was brauchen wir denn noch alles? Das ist so viel Platz hat man ja gar nicht. Hat das Bett auch einen Münzeinwurf für Massage? Wir sind hier nicht in Amerika. Wir sind hier in Turkmenistan. So, was brauchen wir noch? Einen Tisch brauchen wir. Einen richtigen Tisch. Wir brauchen... Brauchen wir einen Sessel? Brauchen auch einen Sessel. Ja, da muss der Sessel ja beinahe hier hin. Klar, müssen wir den hier nehmen. Passend zum Design. In demselben Ton ungefähr. Ziehen ihn so ein bisschen rüber und stellen ihn hier hin. So. Dann brauchen wir Stühle und Regale. Vorhänge. Können wir auch Vorhänge haben? Ne, Vorhänge sind noch nicht Schränke. Müssen wir den hier nehmen? Wir haben keine andere Wahl, sonst haben wir zu viel Stilabweichung. Und dann machen wir... Wo sind die hier? Was haben wir hier zur Auswahl? Ein Spiegel oder sowas wäre irgendwie ganz nett. Oder Kunst. Oder irgendwas. Warte. So. Das eine muss nochmal weg. Dass man Sachen nicht bewegen kann, oder ich bin zu blöd. So. Also, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen einen normalen Tisch. Und zwei Stühle. Fernseher gibt's gar nicht. Das ist ein Hotel ohne Fernseher. Da machen wir hier so eine kleine... Vielleicht kriegen wir das ja hin. So eine kleine Ecke, wo die Gäste speisen können. So eine kleine... Ja, sowas hier. So, der ist gut. Der ist gut. Und dazu halt zwei Stühle. Ja, dass man hier so halt sich einfach hinsetzen kann. Hier kann man dann essen, Zigaretten stopfen, was man halt so im Hotel macht, ne? Sitzen sie dann, stopfen ihre Zigaretten und sagen, oh, gestern Abend waren so viele Schnorgen bei uns im Zimmer. Die Schnorgen. Ja, so wie alte Leute halt reden über Schnagen. Stechmücken für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Ja, es geht, die reden über Stechmücken. So, das Badezimmer muss jetzt aber natürlich auch was bieten. Ist alles gesperrt. Naja, man könnte ja so ein finnisches Bad draus machen, aber das, glaube ich, würde hier nicht rein. Ja gut, dann ist es die Badewanne. So eine Badewanne haben wir, by the way,
auch im Moment, ne? Das ist im Moment original. Das ist im Moment original meine Badewanne. Kann man da irgendwas bearbeiten? Nee, wenn dann schon so und dann... Alles andere sieht eigentlich furchtbar aus. Na, die muss schon weiß sein. Die muss schon weiß sein. So. Official Golf, Dankeschön. Für den Wahnsinns-Sub. Dann Klo. Ein Klo. Ein stilvolles Klo, nicht hierhin. Habe ich auch nicht wirklich viel Auswahl. Kann ich den Sitz nicht irgendwie ein bisschen anpassen? Klos müssen ja eigentlich immer so in die Ecke. So. Dann natürlich auch ein Waschbecken. Auf der Höhe ungefähr. Badezimmerschrank wollen wir auch noch. Boah, die sind auch alle potthässliche Dinger. Kann ich hier so einen in die Ecke stellen, dann geht das so ein bisschen unter. Boah, der Hochschrank sieht halt richtig hässlich aus. Dann nehme ich lieber noch den hier. Und auch diese Holzoptik, super hässlich. Aber dann würde ich eher es noch so machen. Jetzt muss ich noch eine Farbe finden. Ich hatte ja keine Ahnung, dass die Möbel so hässlich sind. Cemult, so rum. Dankeschön. Cemult, dankeschön. So, Schrank ist drin. Zwei. Wir brauchen sogar zwei Schränke und Handtuchhalter. Handtuchhalter macht man eigentlich immer... Ist eigentlich ganz praktisch, wenn man den so bei der Badewanne hat. Ne? Ja, das ist ja auch super wichtig. Toilettenpapier. Toilettenpapier muss natürlich hier hin. Seife. Hier hin. Handtuch. Hier hin. Der Griff, wenn man aus der Badewanne kommen will, der ist auch wichtig. Das ist eigentlich ein ganz schicker Handtuchhalter. In der Nähe der Badewanne, dass man von der Badewanne aus... Ach Quatsch, doch nicht so weit unten. Also ein bisschen Platz muss man ja wohl haben. Also wenn man da nicht rankommt, dann kann ich euch auch nicht helfen. So, Seife. Haben wir keine... Wo ist Seife? Hier ist Seife. Ich brauche zweimal Seife. Und mir noch so eine Ersatzrolle. Auch mega wichtig, sowas zu haben. Macht man hier so in die Ecke rein. Damit die auch immer irgendwie so leicht angepinkelt sind. Ne? So ein bisschen, zack, hier hat man so Ersatzrollen. Wenn Papa mal wieder länger eine Sitzung hat, Zahnbürste. Guck mal, in meinem Hotel gibt es sogar eine Zahnbürste. Das funktioniert. In meinem Hotel gibt es sogar eine Zahnbürste. Zack. Ich würde die Seife gerne hier in den Seifenspender reinpacken. Geht sowas denn gar nicht? Mülleimer ist auch super wichtig. Der ist auch eigentlich immer so in der Nähe von der Toilette, dass der so universell einsetzbar ist. Ja, super wichtig, so Accessoires. Als ob! Geht die da nicht rein? Nö, das funktioniert schon mal nicht. Jetzt habe ich da umsonst Seife geholt. Es wäre doch voll cool, wenn die da in den Spender reingehen würde. Ups, und schon habe ich Dreck gemacht. Eiks, ich will doch nur die Zahnbürste vernichten. Muss man die Zahnbürste wegfegen? Und schon ist sie weg, oder? Ich weiß nicht. Nein, die Zahnbürste ist für immer. Wir haben jetzt für immer deine Zahnbürste. Ich baue die in den Fußboden ein.
Die ist einzementiert. Die Zahnbürste ist forever. So, und ein Schrank fehlt noch. Ein Schrank brauchen wir noch. Möbel. Ich hätte gern Badezimmer-Schränkchen. Gibt es da nichts Kleines? Das ist alles voll die Totschläger. Weißt du was? Dann mache ich hier noch so einen hin. This room is missing some final touch. Add some cool lights, paintings and standing decorations. Ja, sage ich ja. Es ist noch zu steril. Wir brauchen hier noch den richtigen Touch. Wir brauchen natürlich Kunst und Spiegel und so ein Kram. Spiegel ist super wichtig. Welches Badezimmer hat keinen Spiegel? Das sind aber keine das könnte man als Badezimmerspiegel durchgehen lassen. Oder der hier. Ist das ein Badezimmerspiegel? Was meint ihr? Ist das ein Badezimmerspiegel? Ja, nein. Eigentlich schon, oder? Aber hier macht man so auf die Höhe, dass man den immer noch voll spritzen kann und man sich immer ärgert, dass man den reinigen muss. Ja, das muss schon auf so einer Höhe sein, dass man... Guck, wenn ich jetzt so vorm Spiegel stehe, ich wasche mir hier so die Hände und dann spritze ich den Spiegel voll. Das ist immer ganz wichtig. Das ist immer super wichtig, dass man den Spiegel nass macht. Dass man richtig Kotzen kriegt. Eine Dusche wäre eigentlich auch noch geil gewesen. Weil ich bin eher so jemand, ich würde in einem Hotel eher duschen. Ich weiß nicht. Privat baden ja, aber so würde ich eher duschen. So, dann schauen wir mal. Wir brauchen jetzt Kram. Wir brauchen Beleuchtung und sowas. Was ist das hier? Dekoration. Eine Uhr. Eine Schale. Ja, so eine Schale auf dem Tisch. Das könnte ich mir gut vorstellen. Oh, das ist auch immer ganz wichtig. So Duftdinger, ne? Duftdinger sind immer super wichtig. Die kann ich aber nicht verändern. Magazine. Oh ja, sowas, wo man sieht. Ja, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Bücher. Bücher. Da kommt man in so einem Hotel gleich irgendwie viel intelligenter rüber. Was machst du? Ach, ich lese ein paar Bücher ganz frech. Boah, das ist doof, die zu platzieren. Die ist ja voll weit vorne. Ah, das ist schon besser. Ja, so ist top. Da fühlt man sich doch gleich irgendwie, als wäre man in so einem Hotel, wo Intelligenz herrscht. Das sieht doch schon viel, viel anspruchsvoller aus. Hier noch so ein paar richtig alte Schinken, irgendwie noch so ein paar richtig schöne alte Satansanbeter-Schinken. Ich will die hier entfernen. Nice. Und so, Pflanzen. Ich weiß nicht, Hotels haben doch eigentlich nie Pflanzen, oder? Kerzen. Auf dem Tisch will ich ein paar Kerzen. So, das sieht gut aus. Teelichter. Sowas ist noch ganz gut. Sowas hat so ein bisschen was Künstlerisches. Das finde ich gut. Ich hatte auch mal selber so eine Puppe früher bei Ikea gekauft. Würde ich gerne da oben hinstellen. Schön. Was haben wir noch? Sowas würde hier auch ganz gut hinpassen, dass man einfach irgendwie sowas Unnötiges hat, wo voll viel Platz wegnimmt. Oh, das ist gut für hier. Das wäre eigentlich gut. Oh, was ist das denn? Eine nackte Frau. Irgendwas, ja genau, dass das so richtig unangenehm ist. Auf dem Tisch steht einfach eine nackte Frau. Brüste. Dr. Paradox, Dankeschön. Du kommst rein mit deinen Kindern und deiner Ehefrau und es sind erstmal Brüste auf dem Tisch.
Dass es so direkt so eine ganz merkwürdige Stimmung hat. Soll dir so direkt ein bisschen unangenehm sein, wenn du hier im Hotel eincheckst. Krass, die Vasen habe ich sogar, die hier, die habe ich sogar im echten Leben. In verschiedenen Größen. So, was haben wir hier noch alles? Blumen. Ganz viel ist noch gesperrt, also Deko. Ein Wecker. Finde ich gut. Aber hier noch so eine kleine Schale, aber wo man nichts drin, wo man halt einfach nichts drin haben kann. Weißt du, du kannst da keine Nüsse reinlegen, keine Gummibärchen, weil alles fällt raus. So eine richtige unnötige Schale ist das. Und hier oben auf dem Schrank, gegen den Gestank im Zimmer, noch sowas. So, hier lege ich auch noch so ein bisschen was hin, dass man so das Gefühl hat, ah, hier kann man lesen, uralte Lesesachen. So, das haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir Bilder. Wanddekos. Oh, das finde ich sogar richtig schick eigentlich. Das finde ich sogar richtig schick. Ich glaube, das nehme ich sogar. Es gibt dem Flur... Das hat irgendwie was. Überm Bett muss natürlich auch was hin. Vielleicht auch irgendwas so leicht Erotisches. Dass man sich direkt unwohl fühlt. Also als Familienmensch. Wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Dame der Nacht im Hotel eincheckt, dann denkt man so, oh geil, passt doch. Aber so als Familie denkst du so, uff, wo sind wir hier denn gelandet? Das ist auch perfekt. Ein Deckenspiegel. Ah, wir haben aber leider im Moment nichts Erotisches. Vögel. Könntet ihr in einem Zimmer schlafen, wo Vögel sind? Ich glaube, die würden mich auch richtig paranoid machen. Ich glaube, die sind gekauft. Ich glaube, die Vögel sind gekauft. Komm, jetzt sieht das aber auch schon gar nicht mehr so scheiße aus. Jetzt sieht das auch gar nicht mehr so kacke aus, finde ich. Ja, hier muss auch noch was hin, das ist zu leer. Das ist zu groß. Vielleicht sowas hier, warte mal. Das hier. Das würde auch hier ganz gut hinpassen, oder? Übers Sofa. Macht so eins noch übers Sofa, die andere Variante. So, Pflanzen. Das müsste hier ins Eck, irgendwas Großes. Das hat auch Stil. Irgendwas fürs Eck hier drüben. Bearbeiten. Nee, kein Lieder, das ist too much. Vielleicht irgendwas in einem dunklen Ton. Wo das Holz ein bisschen hervorhebt. So, vielleicht sogar einfach in Schwarz. So. Was haben wir denn noch an Pflanzen? Hier würde auch gut was hinpassen, pflanzenmäßig. Oh. Na, oh, das sieht eigentlich auch gar nicht so verkehrt aus. So, dann brauchen wir natürlich Beleuchtung. Wir brauchen Beleuchtung als nächstes. Und zwar sowas hier, das so leicht aufs Sofa zeigt. Das finde ich sogar richtig gut. Direkt. Als Starter. Dass man so lesen kann, das finde ich sogar richtig gut. Es hat was Modernes. Eigentlich wäre in der Ecke hier auch eine Lampe ganz nice. Aber, oder irgendwas auf dem Nachttisch. Auf dem Nachttisch wäre auch was ganz cool. Ja, da sind die alle so groß. Bye.
So, eine kleine Nachttischlampe braucht man ja, wenn man dann im Bett liegt. Und man will ja auch irgendwann vielleicht was lesen oder so. So, Deckenlampe. Deckenlampe. Die muss natürlich direkt über... Oder wollen wir die mittig im Raum... Nee, die muss über dem Tisch sein. Aber da würde eher nur was Modernes reinpassen. Dann wäre das hier schon fast am besten, oder? Das muss ja so direkt über dem Tisch sein. Ich glaube, ich hänge die mal hin. Bearbeiten. Das ist nur die Art des Lichtes. Ja, so wäre es schon wirklich am besten. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen zwei von denen. Wir brauchen halt noch Wandlampen. Gibt es sowas? Party, Technologie, Sticker? Gibt es sowas wie einen Teppichboden? Ja, vielleicht kommt es aber auch noch. Wir lassen es mal. Vielleicht kommt das gleich noch. Ich würde eine stilvolle Lampe... Gibt es auch nicht so viel Auswahl, die mir gefällt. Weil ich würde... Also hier muss auch irgendwas hin. Da machen wir eine stilvolle Lampe. Das ist eigentlich schon fast die eleganteste, ne? Wir haben einfach noch nicht so wirklich viel Auswahl. Das ist zu sehr Schreibtisch. Das muss ja so ein bisschen zu Essen passen. Da finde ich, ist das Beste, was wir im Moment haben. Und eine würde ich hier hin machen. So. Und jetzt muss natürlich noch was, haben wir irgendwas, was nicht so groß ist für einen Flur? Wäre ja schon fast dann das hier das Beste. Wo dann nochmal so mittig im Flur ist. So. Excellent. If your design is ready, you can make the room available for guests. Ich bin noch nicht ready. Bin noch nicht ready. Ich brauche noch einen Teppich. Und Gardinen. Das sieht sonst viel zu... Oh, da habe ich auch nicht wirklich viel Auswahl. Habe ich auch echt nicht viel Auswahl, ne? Aber Gardinen müssen schon rein, oder? Was meint ihr? Müssen Gardinen rein? Müssen Gardinen rein? Einen Teppich würde ich ganz gerne hier haben, sonst sieht der Boden zu kühl aus. Ich hätte ganz gerne hier einen Teppich. Nee, zu hell darf er auch nicht sein. Er muss auf jeden Fall heller sein als der Boden, sonst hebt er sich vom Boden nicht ab. Aber er darf auch nicht zu wild sein, es muss ja ins Gesamte passen. Wir haben im Moment so einen, der hat so einen Silberton. Ob ich den hier finde? Das wird richtig abgespaced.
Ja, was ist hier los? Leider frisst der Teppich irgendwie so ein bisschen. Aber guck mal, wenn du ein Gast bist und du hast keine Möglichkeit, vielleicht auch so eine Jalousie. Ist eine Jalousie vielleicht auch eine coole Idee? Dass man die hier vielleicht so hinmacht und dann hat man hier wenigstens. Sonst hat man ja wirklich gar keine Möglichkeit, hier zuzumachen. Da kriegt man ja Depressionen. So, ich finde, so geht's. So, das ist mein erstes Hotelzimmer. Man hat Freiheit, man fühlt sich wohl, man hat Brüste. Die stört mich noch ein bisschen, weil die so komisch. Ich habe die nicht mittig gemacht. Ich muss einfach. Ich kann nicht anders. Ich muss die korrigieren. Dann bin ich durch. Dann habe ich mein erstes Hotelzimmer renoviert und dekoriert. Und ich persönlich finde, für das, was ich hier habe, meine Möglichkeiten, ist es doch gar nicht mal so hässlich. So, jetzt ist sie schön mittig. Das war's. Im Bad muss noch Licht rein. Ach Quatsch. Vorher, nachher. Guckt euch das doch mal an. Vorher, nachher. Bumm. Bumm. Das ist jetzt ein richtiges. Da willst du rein. Wer braucht schon Zimmer reservieren? Na, guck mal, da ist schon direkt. Hallo, ich bin Natascha. Ich empfange hier Männer. Ich habe tote Augen. Oh Gott, Natascha, was ist los mit dir? Freak. Fühlst dich wohl? Ja, siehst du das mal? Bumm! Chiller-Ecke. Our first guests have checked in and they look satisfied. Check out the booking app. Okay, warte. Hier, Booking App. Buchungen. 200 kriege ich für das pro Nacht. Jedes Zimmer hat einen Sauberkeitsgrad. Wenn die Gäste das Hotel verlassen, sinkt der Sauberkeitsgrad. Die Zufriedenheit der Gäste hängt von der Sauberkeit des Zimmers und anderen Grün-Rot-Faktoren ab. Halte sie bei Laune. Hier findest du einen Überblick über deine aktuellen Einnahmen und Ausgaben. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Status deines Hotels angezeigt. Vergiss nicht, es ist wichtig, die Gäste zufriedenzustellen. Okay. Drücke den Ausknopf oder um das Tablet zu schließen. Okay. So. Du kannst die Zeit schneller ablaufen lassen, indem du Plus drückst. Die Geschwindigkeit der Zeit wirkt sich auf die Sauberkeit und das Einkommen aus. Habe ich jetzt Plus? Geht's jetzt schneller? Hey, I found this letter addressed to us. Looks like Grandpa left it. Come and check it out. Was? Opa Mev hat einen Brief gefunden? Geh zur Lobby. So, dann genießen Sie mal hier Ihren Aufenthalt. Habe ich jetzt. Ich habe jetzt Plus gedrückt, da ändert sich bei mir gar nichts. Alter, das sieht ja noch voll wild aus hier. Ah, da unten ist Sandra. Ach, ich habe einen Aufzug. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, der fällt nicht auseinander. Geh zur Lobby. Ach, hier. F. Gaius Marius Augustus. Dankeschön. Wo ist denn der Brief vom Opi? Wo ist der denn? Ist das Opis Brief? Event. Liebe Enkel, willkommen in meinem Hotel. Ich hoffe, ihr helft ihm wieder zu seinem Glanz, alten Glanz. Vielleicht erlebt ihr am Ende sogar eine ziemliche Überraschung. Genießt dieses Abenteuer. Viel Glück, Roy Bennett. Der gute alte Roy Bennett. I was right. This letter really is from our grandpa. I really hope we can make him proud. Ah, Moment mal, ich bin mit Sandra verwandt? Oh Gott, dann. Ja. Dann wird das wohl nichts mit einer kleinen Affäre. Das ist nämlich meine Schwester, meine heiße Schwester. Level 1, Hotelrang. Wow, ist ja voll magisch. Was man in so einem alten Meth-Hotel alles finden kann, ne? Die alte Meth-Bude vom Opa. Neue Möbel freigeschalten. Ja, geil. Ach, das ist eine Step, Sandra. Okay, hoffentlich. Let's make a name for this place and start working. Naja, so hübsch finde ich sie eigentlich gar nicht. Ich habe doch den Brief vom Opa schon gelesen.
Ich will das Logo hier, das hat sowas von Sekte und ich nenne es zur goldenen Nadel. Ja. Zur goldenen Nadel. Gehe zu Zimmer 103. Event. Oh Gott, ist das ein Vampir? Guten Abend, mein Name ist Flat. Alter, ist ja wirklich ein Vampir. Ich übernachte hier und habe ein paar bescheidene Anforderungen. Ich brauche Stille. Wenn ich gestört werde, kann ich ziemlich heißblütig werden. Meine Augen sind äußerst lichtempfindlich, deshalb brauche ich dunkle Vorhänge und entfernen Sie bitte alle Spiegel. Ey, das ist ja wirklich ein Vampir. What? Zur goldenen Nadel und direkt kommt ein Vampir, ne? Alter, wir haben jetzt einen Vampir. Vollmondgast. Okay, Zimmer 103. Wo ist denn das? 102, 101 ist das hier. Ist auch so witzig. Ich gehe da einfach rein, ne? Ich habe hier Gäste anscheinend. Die Zahnbürste liegt immer noch auf dem Boden. Ach, guck mal. Ich habe sie einfach verkauft. So. Wer ist das denn jetzt hier? Roy Tennessee. Alter, das ist ein Mann. Moin. Roy Tennessee. So, wo ist die 103? Hier drüben. Die soll jetzt schön düster und schmutzig und unheimlich werden. Gut, dann machen wir uns mal ran. Dann machen wir uns mal ran hier. Das soll also so ein bisschen aussehen wie so ein Blutsaugerzimmer. Und alle Spiegel müssen weg, weil er hasst Spiegel. Er hasst Spiegel. Wer auch immer hier eincheckt, hasst Spiegel. Flat. Ey, solange der Geld hat, ich habe da keine Vorurteile. Solange der Mann bezahlt, kann ja meinetwegen da drin Jungfrauen das Blut aussaugen. Das ist mir eigentlich völlig egal. Wir sind ein weltoffener Laden hier. Die goldene Nadel ist für alle da. Auch für Vampire. Das ist mir alles völlig egal. Bam. 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 Mal, wie schnell das geht jetzt, ne? Jetzt, wo man so ein bisschen den Bogen raus hat. Voll nice. Flop. Ich finde es auch gut, dass sie das so gemacht haben, dass es alles relativ flott von der Hand geht. So bist du halt einfach nicht zu lange beschäftigt mit den einzelnen Schritten, sondern kannst halt hier richtig schön Gas geben. Das ist echt eine coole Sache. So, wir müssen auch gucken, dass hier alles mit dunklen Vorhängen zu ist. Ich hätte halt gerne sowas an der Wand, weißt du? Ich will ja auch nicht diese einfach nur langweilig gestrichenen Wände, sondern ich hätte auch gerne hier sowas Rustikales. Oder der Boden hier, den finde ich Hammer. Warum kann ich hier nicht auswählen? Naja, vielleicht geht's ja jetzt, wer weiß. Weil den hätte ich voll gerne, den Boden. Besonders jetzt hier so für die Vampir-Suite, ne? Kann ich die Vorhänge hier vernichten? Ja. So. Guckt euch das an, wie es hier aussieht. Wandfarbe Blutrot. Ja, es muss dann halt so wirklich so ein richtig schönes dunkles Rot sein. Es soll ja am Ende auch irgendwie stilvoll aussehen, was wir hier machen. Am Ende ist Style immer super wichtig. Style ist super wichtig. Ja, so ein Bordeaux. Bordeaux würde ich im Vampirzimmer echt sehen. Oder auch hier, das war doch eigentlich eine ganz hübsche Lampe. Die war doch noch gut. Guck mal hier, die ist doch noch gut, die Lampe. Warum will er die denn unbedingt wegkloppen? So. Also es muss dunkel sein, das Zimmer. Dunkle Vorhänge, hat er gesagt, ne? Hier oben sehen wir auch nochmal, was er will. Zimmerqualität erreichen. Bla bla blub. Chef, wenn ich hier ein Zimmer herrichte, dann hat das äußerste Qualität.
Bei mir ist es immer absolut stilsicher. Bei mir ist das immer alles absolut stilsicher. So, hauen wir hier nochmal drauf. So, hier noch den hässlichen Lumpen wegmachen. Oder auch diesen Meth-Teppich. Wo kriege ich diesen Meth-Teppich her? Kreuze wären auch irgendwie witzig, wenn wir ihm so heimlich Kreuze ins Zimmer hängen würden. Bam. 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 So. So, wir machen gut Fortschritte. Haben wir einen neuen Gast? Oder ist mein Zimmer da drüben irgendwie versaut? Haben jetzt meine Einnahmen abgenommen, weil das Zimmer irgendwie schmuddelig ist? Weil das wäre gar nicht gut. Das wäre gar nicht gut, wenn jetzt das Zimmer hier so an Qualität verloren hat. Hier mal schnell durchkloppen. Goldenes Ei gefunden. Na sowas, ein goldenes Ei. Bewahre es gut auf. Ist meinem Opa aus der Hose gefallen, das goldene Ei. Und was? Oh, was? Uiuiui. Fabergé oder was? Oh, was für ein... Guck mal, das ist ein Badezimmer. Mit einer Urne. Mit Opa. Mit Opas Asche irgendwie im Badezimmer. Das ist Luxus. Das wollen unsere Gäste. Das wollen unsere Gäste. So richtig schön. Asche vom Opa. Direkt hier im Badezimmer. Und mit was hast du geduscht? Ach, mit der Asche vom Opa. Vom Hotelbesitzer. Hab mir heute mit Opas Asche die Backen abgeschrubbt. Wellness pur. So. So, der ganze Dreck hier muss weg. Heizung muss weg. Heizung, ne? Da drüben gibt es auch keine Heizung. Das realisiere ich erst jetzt. In meinem anderen Zimmer gibt es gar keine Heizung. Gar kein Heizkörper. Außer es wird natürlich alles ganz elegant mit einer Fußbodenheizung geregelt. Weil ich habe weder in meiner Wohnung noch in meinem Haus Heizkörper. Weil Heizkörper sind ja auch irgendwie out, ne? Keiner will mehr so einen hässlichen Heizkörper irgendwo hängen haben. Gut, wir haben unten noch im Badezimmer Heizkörper, aber wo haben wir noch Heizkörper? In meiner Wohnung hier, also im Büro habe ich auch nur im Bad so ein Handtuchding. Aber sonst, wer will denn noch Heizkörper haben? Ja, so kleine geht ja. Aber willst du in deiner Wohnung heutzutage noch Heizkörper? Elegant sieht doch viel besser aus, wenn es über den Fußboden läuft. Sieht doch viel schicker aus. Weil irgendwie habe ich hier die internationale Gemeinde der Heizkörperfreunde im Chat. So, wie sieht's denn aus? Hier ist noch was. Hier ist noch was. Es fehlt denn noch Fußboden oder was? Ah, hier. Immer noch ein bisschen Fußboden. Die im Keller kommen aber weg.
Jetzt werde ich hier irgendwie korrigiert und alles. Im Keller, komm weg. Da kommt auch irgendwas anderes hin. Elegantere Sachen. So, hier ist noch Fußboden. Fegen. Ich finde das Fegen so mega. Wusch. 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 Fegen ist einfach geil. Guck mal, hier sind noch so viele kleine Stellen, wo noch weg müssen. Noch irgendwo was hier, wenn ich schon mal hier so unterwegs bin. Na, hier war auch noch irgendwo eine. Hier. Übergänge übersieht man irgendwie immer schnell. Und wo war noch was? Irgendwo habe ich noch was gesehen. Hier. So, jetzt wieder fegen. Bams. 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 Jeder Gast hat unterschiedliche Vorlieben, was die Dekoration betrifft. Erfülle ihre Anforderungen, um mehr Trinkgeld und Boni zu bekommen. Ja, aber guck mal, der Gast, der checkt ja irgendwann aus. Ne? Der checkt ja irgendwann aus. Und dann? Dann habe ich einen neuen Gast drin, der ganz andere Vorlieben hat. Ist doch eigentlich völlig dämlich. Ist doch eigentlich völlig dämlich. So, habe ich jetzt hier alles entfernt. Sieht das jetzt alles hier clean und sauber und sexy aus? Also, der will Vorhänge, Kerzen und schwarz und rot. Das sind seine Sachen. So. Holzböden, ja endlich. Das ist doch mal was. Moment, nein. Was haben wir hier? Andere. Immer noch Gras. Ich mache ihm einfach Wiese rein. Er will ja alles dunkel und düster. Was will er? Schwarz und rot. Abstufung von Black, Red. Dann machen wir ihm halt hier so einen richtig düsteren Boden rein. Wir machen es richtig, richtig blutig, rustikal. Wenn er das unbedingt haben will, dann bekommt er das. Der Graf. Der Graf bekommt das. So, legen wir mal los. So ein schöner Boden. Na, hier machen wir den auch. Und das andere Zimmer machen wir anders. Das ist doch ein ganz netter Boden, oder? Ich weiß nicht. Ich finde den eigentlich gar nicht so hässlich. Ist eigentlich voll das schöne, also voll der schöne Schnitt, das Hotelzimmer hier. Eine Schande, dass der Graf es so ekelhaft, widerlich, düster haben will. Und jetzt schauen wir erstmal die Wände. Was können wir hier denn alles machen? Tapeten. Keramik. Was geht denn hier so alles? Hm. Was haben wir noch? Andere. Die immer mit ihrem Gras. Anstrich. Haben wir vielleicht ein Blutbad als Tapete? Oh, das wäre ja eigentlich genau sein Ding, ne? Halloween. Das wäre eigentlich genau sein Ding. Psst, hey! Ja, er will es ja düster. Das muss ich aber schon ein bisschen vom Boden. Er will irgendwas Rotes will er, also er will. Das wäre eigentlich genau seine Farbe hier, ne?
Alter, Dankeschön für 500 ultrageile Bits. X-Master, Dankeschön für deinen Sub. Und Dr. Schwangli, Dankeschön. Dankeschön, Dr. Schwangli. So. Guck mal, hier ist wieder so eine Kachel, die ich übersehen habe. Das ist aber echt ein düsterer Raum, ne? Da müssen wir halt viel mit Kerzen und Jungfrauenblut arbeiten. Abstufung von Black and Red. So, was haben wir denn noch? Andere Anstrich. Tapetenmuster. Was ist denn so richtig Graf? Was strahlt Graf aus? Keramik. Hm. Wie sieht das denn aus so? Blutrot. Die Decke will ich blutrot machen. Das ist so der Plan, so eine blutrote Decke. Psst, hey! Es ist halt ganz schön duster. Alter, wir haben Hype Train, Dankeschön, Owl. Der hat im Sandkasten noch 300 Bits gefunden, der Irre. So, jetzt gib mir mal Böden. Fällt ja damit rein. Nee, warte. Das fällt bei Wände. Bei Wände kommt das doch mit rein. Anstrich. Können wir da irgendwie so ein Blutrot nehmen? Entweder das Rot. Weil er will ja rot. Oder wir nehmen eher so ein. Oder wir nehmen. Wir nehmen das hier. Wir nehmen das hier. Er steht ja auf diese ganzen Blutfarben. Und die bekommt er. Dankeschön, Platti. Dankeschön. So. So, hier noch alles zumachen. Dankeschön für 100 Bits. Da regnet es ja wieder, wenn der Mann hier hochkonzentriert ist mit seinen blutroten Arbeiten. Da regnet es schon wieder Bits. Aber guck mal, der Balken, ne, der füllt sich irgendwie so gut wie gar nicht, gefühlt. Guck mal, da fehlt auch noch was. Wände. Hä, Wände? Hatten wir es, Keramik? Nee. Das hier. Da fehlt noch was. Und das müssen wir natürlich auch noch machen. Das hier. So, die blutrote Decke. Was hatten wir hier? Hier hatten wir auch. Hier hatten wir das, ne?
So, das muss noch hier hin. Oh, hier ist sogar noch Restrückstände. So. Da brauche ich mal ganz kurz hier meinen Knüppel. Bam. Und jetzt brauche ich meinen Feger. So. So, also es sieht schon mal sehr bedrückend und unangenehm aus. Jetzt brauchen wir hier einen anderen Boden. Was machen wir hier? Machen wir hier einen Teppich? Ich finde, die Teppiche sind alle noch nicht so schick. Wenn würde der Mann so eine Richtung von Teppich mögen oder sowas hier und dann halt wieder in Blutrot. In irgendwelchen finsteren, düsteren... Das als Schlafzimmer. Würde so aussehen. Und dann halt hier das Bett rein, weil das hier wird das Schlafzimmer auf jeden Fall. Der Blutteppich. Es wäre halt geil, wenn man hier wirklich solche Sachen bekommen würde. Ich weiß ja nicht, wie realistisch das Spiel sein will. Aber wenn man dann irgendwann... Wenn man dann irgendwie auch noch so ein paar richtig düstere Sachen haben könnte. Weißt du, so... Keine Ahnung, eine eiserne Jungfrau, Foltergeräte, sowas in die Richtung. Ja, und das hier wird das Badezimmer. Das hier wird Badezimmer. So. Das hier wird Badezimmer. Regnet's? Es regnet. Das wird der Graf mögen. Der Graf wird das gut finden. Der Graf sagt, ihr findet gut, dass es regnet Blut. So, was machen wir hier? Was ist schlafzimmermäßig cool? Nee. Was haben wir denn noch? Tapete. Vielleicht sollten wir wirklich die eine Wand tapezieren. Wie würde das aussehen für den Grafen? Wild. Auf jeden Fall wild. Auf jeden Fall wild. Hier sehe ich es auch noch Dreck. Hier kommt ja sein Bett hin. So, dann machen wir den Rest. Holz haben wir nicht für die Wand. Schade. Doch, haben wir hier. Hier haben wir Holz. Der Rest mit so einem düsteren Holzlook. Was ist das denn hier? Polierter Stein. Das wäre fürs Badezimmer ganz cool. Das würde, glaube ich, im Badezimmer ganz gut kommen. Das würde im Badezimmer vielleicht ganz gut kommen. Aber hier will ich kein Schwarz nehmen. Hier will ich eher... Vielleicht so? So. So. Und so. Haben wir es ja. So, das ist also sein Schlafzimmer. Aber irgendwie will es der Graf noch düsterer haben, ne?
Weil er will ja diese Abstufung schwarz-rot. Hier ist wieder noch was übersehen worden. So. Das ist also das Schlafzimmer vom alten Graf. So, und im Badezimmer machen wir dann hier diese Steinoptik. Ne, nehmen wir die hier, wo wir gesehen haben. Oder ich mache hier die Dusche hin ins Eck und mache dann hier so eine Ecke nur für die Dusche. So. Hängt da oben wieder ein bisschen was. Hier kommt halt dann die Dusche hin. Und den Rest mache ich mit so einem, so einer Optik, auch in einem Schwarz. Oder in einem Rot. Haben wir hier ein schönes Rot? Kein richtiges Rot. Das hier wäre das roteste Rot. Halb hoch und der Rest Farbe, das ist auch eine Idee. Warte mal. Muss ich hier aber nochmal weghauen. Also auf der Höhe machen wir alles Kachel. Machen wir eine Farbe. Es wird super dunkel, weil da drin wohnt ein Vampir. Ne? Nur so klein, als kleine Randinformation. Also es muss super dunkel werden, das Zimmer. Es muss super dunkel werden, weil da drin ein Vampir hausen wird. Wir müssen später sehr viel mit Kerzen arbeiten. So, hier war noch Kram. Und schub. So. So, haben wir das? Ja. Alright. Dann mache ich jetzt hier ganz normal Farbe hin. Aber in irgendeinem, ich will eher so ein knalliges Rot jetzt. So ein richtig schönes Blutrot. Das wird den Grafen, glaube ich, ziemlich antören. Na, jetzt habe ich die Decke da ein bisschen erwischt. Das war nicht geplant. Das Grafens Badezimmer. Da will er ja später dann irgendwann Blutbäder nehmen, ne? Das ist ja der große Plan hier, dass er irgendwann in seinem Badezimmer dann irgendwann Jungfrauen aufschlitzt und sich dort de facto... Habe ich das jetzt farbig gemacht aus Versehen? Ach, das kann man sogar auch streichen. Okay, nice to know. Ich nochmal wegmachen. Okay, das ist krass. Du kannst also nochmal über jedes Material drüber streichen, wenn du das willst. So, warte. Ich muss die Kachel einfach nochmal wegschlagen. Kann man Farbe entfernen? Okay. Wird das jetzt aber nicht wieder rot, oder? Nee. So, der Boden und die Decke noch. Der Boden, da muss auf jeden Fall ein Badezimmerboden rein. Irgendwas Keramikmäßiges.
Nehmen wir das hier. So. So, Wladimir. Jetzt brauche ich nur noch die Decke. Die Decke muss jetzt wieder dunkel werden. Irgendwas Schwarzes wieder. Nee, das war bei Böden mit drin, ne? Die Decke. Oder? Nee, es war bei Wände mit drin. Ja, nehmen wir das hier. So, Mann, das Streichen ist ja echt... Also, das Spiel fühlt sich auch an wie Arbeit. Ich fühle mich gerade, als würde ich arbeiten. Ich spiele ja kein Videospiel, sondern ich arbeite. Ja, ich arbeite einfach. Das ist knallharte Arbeit hier. Ja, das ist Arbeit. So, und die Decke noch. Aschgrau. Das hier fühlt sich gerade echt an wie Arbeit. So. Gut. Was für ein Badezimmer, du. Also wenn man da nicht Bock hat, jemanden die Kehle aufzuschlitzen und keine Ahnung, in seinem Blut zu baden, dann weiß ich auch nicht. Na, das ist schon ekelhaft. Ekelhaftes Zimmer. Alles super, super ekelhaft. So, was ist mein Einkommen? Immer noch 130. Jetzt machen wir die Möbel. Der Graf braucht ein Bett. Der Graf braucht ein Bett. Und hier kommt sein Bett hin. Haben wir irgendwas Prunkvolles? Was einem Grafen würdig ist? Leider nein. Wir haben leider kein richtig... Das ist noch am meisten Graf, ne? Das ist noch am meisten Graf, finde ich. Tja, das hier eigentlich, oder? Und von der Farbgebung her auch am besten. So, das ist mehr Graf, kriege ich glaube ich nicht hin. Dann brauchen wir wieder hier Schränke. Haben wir da irgendwas Neues, irgendwas Cooles? Das hier ist auch so ein bisschen rustikal. Schauen wir mal rein. Beide nebeneinander. Naja. Ich habe einfach noch nicht viele Möglichkeiten. Dann brauchen wir diese Ablagen. Da haben wir auch noch nicht wirklich viel Auswahl. Was nehme ich da? Was nehme ich da? Vielleicht halte ich es da eher schlicht. Vielleicht nehme ich da wirklich die hier. Und mache sie direkt so neben das Bett. Und dann kommen da Kerzen drauf.
Probieren wir es mal, wie es am Ende aussieht. Ah, ich weiß nicht. Nee, das hat nix. Das hat nix. Moment, Moment. Nicht zerstören, verkaufen. Ich kann es nur verkaufen. Das hat irgendwie nichts. Ha. Wollen wir mal weiter. Hier kommt ein Sofa hin. Irgendwie schade, dass man keine Fernseher platzieren kann, ne? Obwohl der Graf, der ist ja jemand, der will essen. Der Graf will essen. Der braucht einen mächtigen Tisch. Eigentlich schon fast sowas in die Richtung von der Größe. Der hier vielleicht. Der Graf will essen. Der Graf will Blut. Er will Blut. Stühle. Auf was für Stühle sitzt so ein Vampir? Sowas hier eigentlich. So irgendwas mit einer hohen Lehne, aber das habe ich alles noch nicht. Tja, Herr Graf, ich kann es leider nicht so düster rustikal machen, wie ich es gerne hätte. Ich hätte es viel düsterer eigentlich machen wollen. Aber das Spiel sagt nein. Das Spiel sagt leider nein. Hm. Whitestar, guten Abend. Limbus, guten Abend. Ich bin gerade beschäftigt damit, für einen Vampir ein Hotelzimmer zu machen. Die in Blutrot. Haben wir da ein schönes Rot? Weil eigentlich haben die immer... So ein Vampirkönig, der sitzt ja eigentlich auf Samt. Ah, der sitzt ja eigentlich... So. Dann brauchen wir ein Sofa. Das Sofa kommt hier in die Ecke. Was für ein Sofa besitzt so ein Graf? Ich brauche mehr Sachen. Sowas hier, auch in einem Rot. Was haben wir hier für Stoffmaterialien? Vielleicht so ein bisschen in Lederoptik. Dann halt in irgendwie einem schönen dunklen Rot. Geht's noch dunkler? Noch. Nee, ich glaube, das ist schon das dunkelste Rot, das wir haben können. So. Gut. Dann brauchen wir einen Couchtisch. Hm. Vielleicht sowas. Naja, das ist wieder too much. Ich würde den hier sogar nehmen. Und auch hier wieder auf irgendeine dunkle Farbe setzen. Ey, in dem Spiel kann man sich aber auch echt verlieren, ne? So.
So, was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Sessel. Der würde ich hierhin platzieren. Ich meine, das sind Stühle. Nee, Sessel. Doch, das ist ein Sessel. Ja, eigentlich eher sowas in die Richtung. So Ohrensessel wäre eigentlich genau das, was wir hier... Oh, das wäre auch nicht schlecht. Wie kann ich den bearbeiten? Kann ich das Holz nicht bearbeiten? Das Holz müsste dunkler sein, dann wäre es wiederum cool. Das ist so ein Ohrensessel. Der geht schon so in die Richtung Ohrensessel. Ja, ich glaube, so einer wäre besser. Auch hier in so einer ledrigen Optik. Und auch dasselbe Rot nochmal. Ich glaube, ein besseres Rot finde ich nicht als das hier, also nehmen wir das. Ich wünschte, man könnte Sachen schräg hinstellen. Ah, okay, cool. Ich kann es auch schräg machen. Dankeschön für den Tipp. Moment. Ah, gedrückt halten. So. So. Was brauche ich denn noch? Ein Schrank und dann halt noch diese Ablagen. Der Schrank muss natürlich hier hin. Hier kommt der Schrank hin. Schauen wir mal rein, was wir zur Auswahl haben. Was haben wir denn da? Das ist eigentlich auch so richtig Graf. Oder das hier. Das sieht so aus, als könnte man da irgendwie seine Folterinstrumente drin haben, oder? Da könnte man seine Folterinstrumente drin lagern. Na, nehmen wir den in Schwarz. So. Gut, jetzt brauchen wir noch die Ablagen. Hier ist noch so leer. Vielleicht auch eine Ablage. Warte mal, was hab ich denn hier alles so als Auswahl? Die Ablagen haben wir halt auch noch nicht so wahnsinnig viel Cooles. Könnte natürlich auch hier so eine Ablage hinmachen. Dass man eine hier hin macht. Schade, dass man die nicht drehen kann. Dass man die spiegeln könnte oder sowas. Dann kommt hier noch irgendwas hin. So, da kommen ja dann noch Deko-Sachen hin und so weiter und so fort. Das Badezimmer. Der Graf braucht eine Blutwanne. Definitiv. Sowas braucht er unbedingt. Haben wir sowas für ihn? Das Ding ist eigentlich ganz nice. Oder er hat so ein... Oder er hat sowas hier. Nee, das finde ich besser. Genau unterm Fenster. Bisschen in den Raum ziehen. Oh, ich muss mein Zimmer pflegen. In Schwarz. Die Blutwanne ist schwarz. Aber die Armaturen schweben in der Luft. Das ist auch ein bisschen blöd, ne? Außer ich drehe das Ding und mache es so rein. Schwebt irgendwie aber auch in der Luft. Ich finde, eine Badewanne von dem Kaliber muss eigentlich irgendwie so sein. So im Raum, am Fenster.
Voll doof, dass sie so in der Luft hängen. Finde ich irgendwie ein bisschen doof. Aber was willst du machen? So, dann kommt hier Waschbecken hin. Ich will aber auch noch eine Dusche. Der Graf braucht auch eine Dusche. Das gibt ja auch keinen Sinn. So, ergibt Sinn. So, der Graf bekommt noch eine Dusche. Was kann ich hier noch bearbeiten? So, er hat eine Dusche. Jetzt das Waschbecken des Grafen. Graf braucht Waschbecken. Ja, da brauchen wir sowas hier. Auch in einem schönen dunklen Farbton. Ich glaube, das ist das Coolste. Was kann ich hier bearbeiten? Machen wir genauso wie die Badewanne. So. Dann brauchen wir... Ach, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Brauchen wir Schrank. Graf braucht Schrank. Vielleicht sollte ich das hier nehmen und das Waschbecken draufstellen. Und dann das Waschbecken weg. Putz. Jetzt gibt mir nochmal das Waschbecken. Jetzt stelle ich das quasi so drauf. Dann kommt da dann der Spiegel hin. Ah ne, er will ja keinen Spiegel haben. Er darf ja gar keinen Spiegel haben, der Mann. Er darf ja gar keinen Spiegel haben. Stimmt ja, habe ich ganz vergessen. So, dann will er noch irgendwie einen anderen Schrank. Was kann ich ihm da noch in die Ecke zaubern? Oder vielleicht hier hin, damit man da an Handtücher rankommt. Das wäre, glaube ich, auch ganz nice. So, dann kommt er hier an seine Handtücher ran. Dann braucht er eine Toilette. Die Toilette machen wir hier hin. Des Grafen eine Toilette. Nehmen wir die hier. Für Blutschiss eine Blutschiss-Toilette. So, dann Handtücher sind natürlich auch super wichtig. Bitteschön. Und hier machen wir so eine Stange hin. Bam, dann Toilette. Braucht er natürlich auch sein Klopapier. Dass hier so ein Griff nähe. Dann brauchen wir natürlich auch noch was für hier. Und jetzt müssen wir noch Seife, braucht er noch. Seife. Der Graf ist sehr empfindlich. Der will gepflegt sein. Da kann ich leider die Farbe nicht anpassen. So. So, haben wir doch. Das düstere Badezimmer des Grafens. Jetzt brauchen wir Licht und Deko und so ein Kram. Schauen wir mal rein. Was haben wir denn bei Wanddekoration? Wieder die Bücher. Die sind natürlich wichtig für so einen Grafen. Der braucht was zum Schmökern. Der braucht natürlich was zum Schmökern. Aber nur so düstere Satansbücher, was anderes passt natürlich nicht rein. So. Nehmen wir nochmal so eine ganze Buchreihe.
Können wir die hier reinstecken? Leider nicht. Es wäre cool gewesen. Kerzen. Er will super viele Kerzen. Ihr wisst, der Graf. Der Graf will Kerzen. Was haben wir denn hier für Kerzen? Ja, natürlich so irgendwelche auf einem Ständer. Oh, die sind auch nicht schlecht. Deko. Brüste. Der Graf will natürlich neben Brüsten nächtigen. Das ist super wichtig für ihn. Er hat gesagt, es kann gar nicht genügend. Auch hier sowas ist auch geil. Sowas findet er bestimmt auch top. Das ist zu hell und zu freundlich für den Grafen. Oh ja, so ein bisschen noch so Alkoholexzessmäßig wäre ganz cool. Der Graf trinkt natürlich Bloody Marys. Was denn auch sonst? Ah, hier steht auch noch ein Glas rum. Direkt neben seinem Nachttisch. Das sind Kerzen, die ein Graf mögen würde. Eine Weinflasche auch super wichtig. Hier eine hin. Da stellen wir auch noch eine hin. Dann hier Kerzen und Kerzen. Okay, die Sachen haben wir leider noch nicht. So, dann machen wir überall noch so ganz normale Kerzen hin. Also so ein bisschen was Dünneres. Weil er steht ja brutal auf Kerzen. Und ihr seht, hier unten ist ja eine Kerzenanzeige. Da muss richtig... Also er will richtig viele Kerzen. Der will so viele Kerzen haben, dass es quasi... Guck mal, so schwarze Teelichter. Das ist auch so richtig schön emo. Die müssen auch quasi überall rumhängen, die Kerzen. Schwarze Teelichter. Der Graf ist... Romantiker. Was haben wir hier noch so für einen Tisch? So. Da irgendwas noch Dekomäßiges. Da muss noch irgendwas hin. Ich glaube, Vampire mögen voll gerne Orangen. Kann das sein? Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Vampire stehen brutal auf Orangen. So, dann Wanddeko. Deprimierend. So eine Blume ist schön deprimierend. Ich glaube, die wird er mögen. Was haben wir aber noch? Oh, das ist auch richtig gut. So. Oder das hier. So Schiffe, die sterben. Das passt eigentlich perfekt hier hin. Und sowas finde ich auch toll. So gegenüber vom Tisch mittig. Das finde ich auch gut. So. Was haben wir noch? Ne, Lichtmarker gar nicht. Obwohl, so ein Kiss ist eigentlich geil über seinem Bett. Ich glaube, das wird er mögen. Ich glaube, das wird er mögen. Oh ja, sowas ist natürlich super. Sowas. Sowas über... Sowas irgendwie... anstelle von dem Spiegel hauen wir ihm einfach so ein fieses Gemälde hin. Mann mit Zeitung, Ölgemälde, das ist natürlich super. Weil der kann sich ja nicht im Spiegel angucken. Dann hat er wenigstens einen Rembrandt. Ja. Das ist natürlich super geil. So. Gut. Und hier machen wir... ein trauriges Fahrrad hin. So, er will auch noch ein bisschen Zimmer pflanzen. Haben wir da irgendwas Neues? Das muss eine Zimmer... Obwohl eigentlich ein Vampir ja alles, was lebt, hasst ja ein Vampir.
Außer vielleicht irgendwie Rosen. Rosen wären vielleicht sowas, wo er sagen würde. So eine Blutrose. Oder so ein sterbender Baum in der Vase. Das wäre natürlich auch was für ihn. So ein sterbender Baum in der Vase, glaube ich, geht gerade so klar. Da sagte er, das kann ich gerade noch so verkraften. Jetzt würde ich ganz gerne hier noch einen Tisch platzieren. Weil sonst ist das hier so leer. Irgendwas Kleineres. In Rot. Direkt an die Wand ran. Und darauf kommt eine Lampe auf jeden Fall. Ja, eine Lampe. Und ein Teppich vielleicht auch noch. Kleiner Teppich. Oder eher, na. Teppich muss eigentlich hier hin. Der Höhe. In Schwarz. In einem sehr dunklen Schwarz. In einem sehr, sehr dunklen Schwarz. Wo ist hier was richtig schön Dunkles? Gibt es hier kein richtig schön dunkles Schwarz? Alright, gibt es wohl anscheinend nicht. Die Franzen stören mich so ein bisschen. Haben wir einen schöneren Teppich? Weil die färben sich nicht mit, die Franzen. Nehmen wir lieber so einen. Nehmen wir lieber so einen. So. Und da bitte jetzt irgendwie... Was könnte ich denn als Muster nehmen? Was würde ein Vampir gut finden? Kreuze. Haben wir Kreuze? Das ist mir irgendwie alles nicht dunkel genug. Gibt es denn keinen richtig schönen schwarzen Teppich? Liegt das am Material? Tja, den würde ich in einem richtigen Schwarz mit Rot hinkriegen. Blutwolken. Kriegt der Mann eben Blutwolken. So, hier brauchen wir jetzt noch Beleuchtung und wir brauchen Vorhänge. Was nehmen wir für die Vorhänge? Was haben wir denn hier? Was würde der Graf richtig gut finden? Er will dunkle, ne? Vorhänge hinzufügen, dunkel. Eigentlich ja sowas hier in die Richtung. In Rot. Eigentlich ja sowas in die Richtung. Warte mal. Nee, das kriege ich besser hin. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Zeig nochmal her. Oder die hier? Nee, ich will es schon eher so zu haben. Irgendwie ist das nicht mittig, ne? Irgendwie ist das nicht mittig. Schwupps. Oder liegt das am Winkel, wie man drauf guckt? Hier mache ich ihm... Hier mache ich aber eine Jalousie hin. Vorhänge würden hier einfach nicht gut wirken, finde ich. Hier muss eine Jalousie hin.
Das, mit Vorhängen würde das einfach nicht gut wirken. So, was will er noch? Jetzt will er Lampen noch. Lampen, Lampen, Lampen. Ist er nicht zu weit oben? Findest du? Warte, ich verkaufe hier nochmal. Ich weiß nicht. Ich finde nicht, dass der unbedingt zu weit oben ist. Moment. Wir schauen nochmal. Nee, ich kann den auch gar nicht weiter runter machen. Ich kann ihn nur hier hin machen. Anders geht's nicht. Ja, der wird die schon zuziehen. Der wird die schon zuziehen. Der wird das schon irgendwie hinbekommen. So, was brauchen wir denn jetzt noch hier? Die Lampen. Jetzt legen wir mal los mit den Lampen. Eine kommt hier hin auf jeden Fall. So. Und eine. Da haben wir, glaube ich, auch nicht so wirklich schön. Obwohl, die hier geht auch eigentlich. Ja, nehmen wir die für hier. So. Dann brauchen wir. Die Wandlampen. Da habe ich voll wenig Auswahl. Finde ich immer noch die hier am besten oder die hier? Eine hier für den Flur. Ich würde sagen, eine hier für den Flur. Die auch wieder. Ich brauche Perfektion. Das ist so wichtig. Ja, das stimmt ungefähr. So, Deckenlampe. Gib mir. Der Kronleuchter hier ist gut. Was haben wir Neues? Na, auch nicht wirklich Neues. Dann nehmen wir den Kronleuchter natürlich. Und zwar den hier. So. Legen wir den auch nochmal rein. Und auch im Badezimmer gibt es diesmal einen Kronleuchter. So, also wenn er das nicht geil findet, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Also wenn das nicht eine Liebeshöhle für einen notgeilen Vampir ist, dann I have no fucking idea. So. Vorher Crackhöhle, nachher Upper Class Penthouse für sexsüchtige Vampire ohne Spiegel. Dankeschön. Internet und YouTube. Da fehlen Zähne. Die bringt er selber mit. Die bringt er selber mit, die Zähne. Wenn das jetzt nicht ein stilvolles Vampirloft ist, dann soll mich aber jemand mal heftig an der Rosette lecken. Wo ist der Vampir? Ist er drin? Ist er hier? Mr. Vampire, Nicolas Cage. I'm a vampire. Geh in den Keller und melke den Vampir. Warte mal, ich muss eigentlich noch mal das Zimmer hier sauber machen. Es gibt doch hier, das sieht doch aus wie... Gott. Ja klar, hier hat jemand auf den Boden gekackt. Kann ich das damit wegmachen? Ja klar, dass ich da kein Geld verdiene. Da hat ja einer richtig fiesen Sprühschiss. Oh mein Gott, und jemand ist ausgelaufen und hat alles unterm Bett irgendwie... Das ist ja widerlich. Ja, da würde ich auch kein Geld zahlen. Da würde ich auch kein Geld zahlen, du. Bei so einem fiesen Todessprühschiss würde ich auch sagen, ey, bezahle ich nicht.
Hast du noch mit Daniel Kontakt? Ich weiß nicht mal, wer Daniel ist. Ich weiß nicht mal, wer Daniel ist, Kumpel. Ich kenne keinen Daniel. Jetzt. Ohne Kack. Oh mein Gott, ist das die Bar? Moment, Keller? Geh in den Keller, ist doch kein Keller. Ist doch, ist das, soll das hier der Keller sein? Nee, der Keller ist irgendwie... Kann ich da durch? Da. Ah, hier geht's in den Keller. Bitte schalten Sie nicht das Licht ein. Ich kann auch so sehr gut sehen. Hier ist ein... Ist es feucht und dunkel, genau wie ich es mag. Was ist das für eine Truhe? Was die hier oder was? Das ist Opas alte... Da hat Opa immer seine alten Seemannsheftchen drin gesammelt. Der Typ ist ja wirklich ein Vampir. Was soll ich jetzt machen? Die Truhe sauber. Moment, sag nicht, du willst in der Truhe pennen. Oh, was habe ich denn hier? Die Klamotten für einen Page. Jetzt sag nicht, der Kollege will in der Truhe pennen, der Psycho. So, bitte. Mit Banane sogar. Ja, was ist denn das für einer? Ist das eine Pagenuniform? Interessant. Auf dem Namensschild steht Roy. Ja. Moment, ich jetzt... Diese Truhe ist viel bequemer als das Bett. Ich glaube, ich möchte lieber hier schlafen. Keine Sorge, ich bezahle natürlich für das Zimmer. Ich hoffe, es macht Ihnen keine Umstände. Jetzt ohne Witz, ich habe dir da oben ein Vampir-Penthouse hingerichtet und du pennst jetzt wirklich da unten in der Truhe. Ja, geil. Schön, dass wir jetzt einen Hausvampir haben. So, das habe ich mir immer im echten Leben gewünscht. Ich hätte voll gerne im echten Leben ein Hausvampir. Naja, jetzt kann oben jemand... Yo. Wie er da einfach drin liegt. Alter, was für ein Typ. Mein Hausvampir. Okay, ja, gut. Vladimir. Kann ich wenigstens hier ein bisschen... Guck mal hier. Oh, ein Ei. Guck mal, ich bräuchte hier wenigstens ein bisschen Ordnung. Dass es nicht ganz so wild aussieht. Vladimir, der Hausvampir. Na, ist doch besser so. Jetzt fege ich hier nochmal durch und dann sieht das doch gar nicht so widerlich aus hier unten. Alter, du verwechselst mich mit irgendjemandem. Wirklich, ich... Keine Ahnung. Ich habe mit dem Typen noch nie Zombie gespielt. Also ich glaube, du verwechselst mich wirklich mit irgendjemandem. Ey, wenn ich eine Sitcom schreiben müsste, dann gäbe es in der Sitcom garantiert einen Hausvampir. What? Warum ist jetzt hier der Boden weggebröckelt? Das war gar nicht so geplant. So, was soll ich denn jetzt machen? Ah. Totalabriss. Hallo, ich bin Celine von der Band Horizons. Vielleicht kennen Sie unsere Single Destroy. Wir würden gerne in Ihrer Lobby ein Musikvideo aufnehmen, während Sie alles kurz und klein schlagen. Das kann ich machen. Obwohl ich die Lobby eigentlich ziemlich geil finde. Zur goldenen Nadel, oder? Das war eigentlich eine echt schicke Lobby-Chat. Oder was meint ihr? So, was sollen wir machen? Mikrofonständer hinzufügen. Video. Moment, ich soll jetzt hier... Das ist ja die Lobby. Ich bin jetzt gerade in der Lobby. Oder nicht? Nee, Moment. Das hier. Ist das hier die Lobby? Nee, das ist die Lobby. Das ist Restaurant. Ich soll jetzt hier also ein Mikrofonständer und sowas hinzufügen, oder wie? Besonderes Event. Ist das hier? Tiernäpfe. Studiolampe. Brauchen wir die Studiolampe, ja. So. Dann... Bitteschön, hier kommt eine Gitarre hin. Was machen wir noch? Videokamera. Machen wir eine hier hin. So. Und eine hier hin.
Und dann können die hier rocken und ich boxe jetzt hier alles klein. Ey, wie cool. Okay, das Spiel hat auch echt ein paar geile Events. Sie steht völlig falsch, aber naja. So, soll ich jetzt hier alles zusammenschlagen? Was ist jetzt los? Jetzt kann ich wieder nichts auswählen, warum auch immer. Ich bin jetzt im... Jetzt geht's wieder. So. Bam, 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 bam. Gewalt. Gewalt und Hass. Gegen alles, was lebt. Ich hasse Leben. Yeah. Nur Tod ist gut. Nieder mit dem Leben. Darauf steht die Band, ha? Bam! Alles muss verschwinden! Umweltverschmutzung! Rammstein! So, dann hauen wir mal alles hier kurz und klein. Boah, hier ist aber viel in der Lobby, du. Und... Bam! Alter, kickt die dann Dynamit? Was ist denn hier los? What? Ausgezeichnete Arbeit. Du bist wirklich ein Meister der Zerstörung. Dieses Video wird abgehen wie eine Rakete. Okay. Okay. Oh, look at this mess. You better start renovating the lobby right away. Sandra, machst du eigentlich auch irgendwas Nützliches? Jetzt mal ohne Kack, Sandra. Du bist meine scharfe Step-on-the-Bee-Sister. Aber sonst? Hast du sonst irgendeine Funktion, außer meine hotte Step-on-the-Bee-Sister zu sein? Ich habe hier wieder so ein Ei gefunden. My sexy step on a bee sister. So. Was mit dem hier? Das wollen wir doch nicht stehen lassen. Step on a bee sister. Ne, jetzt muss man reparieren anscheinend. Okay. Ja, und jetzt soll ich hier... Was machen wir denn hier für einen Boden rein? Ja, Holz. Dunkles Holz. What? Ach, das ist ja krass. Das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Oh, das hier ist eigentlich der Lobby. Ach, Mist, geht nicht. Ja, cool. Das ist eigentlich der Lobbyboden, du. Genau der geht natürlich nicht. Der aber so richtig nach Lobby schreit. Ich nehme den hier. Der Boden, der so richtig schön nach Lobby schreit. So. Haben wir damit den Boden schon erledigt? Guck mal hier, Sandra, da ist noch voll viel Dreck.
Alright, jetzt die Wände. Boah, keine Ahnung, was man für die Lobby für Farben nimmt. Irgendwie vielleicht was Güldenes, so Prunk hätte ich gerne. Ich hätte irgendwie gerne güldenen Prunk. Premium. Haben wir da irgendwas, wo so in Goldtöne geht? Wir haben nichts, was so in die Richtung Gold geht. Was nimmt man denn da, was so richtig schön edel aussieht? Was sieht so richtig schön edel aus, Chat? Das geht am ehesten noch in so Goldtöne. Einfach nur. Ich bräuchte mehr Deckensachen auch. Ich habe einfach nichts für Decken. Das geht halt auch alles für Decken nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Auf keinen Fall rot. Das sind eher so Gelbtöne, die ich in der Lobby sehe. Nee, schwarze Wände finde ich zu hart. Ich glaube, ich würde mich wirklich für so einen Goldton entscheiden. Wo hatten wir das bei Premium? Das ist auch alles so dunkel. Das ist zu intensiv. Jetzt ist gerade draußen dunkel, aber... Du bist bei Goldgelb vorbei. Ne, das war doch hier. Bei Premium, oder? Das hier. Ich glaube, ich werde das hier sogar nehmen. Jetzt im Dunkeln, wenn kein Licht an ist, sieht es nicht so schick aus, aber... Ich glaube, wenn es Licht an ist, sieht das ganz nice aus. Zumindest schon mal für die hohe Decke. So, jetzt müssen wir uns die Wände überlegen, was wir da nehmen. Keramik. Was haben wir denn in Keramik für Optionen? Das hat ja noch so einen leichten Lobby-Charakter. Ich hätte eigentlich eher so ein bisschen was... Das hat ja so einen leichten Lobby-Charakter, aber... Oh, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Was halt auch gehen würde, wäre irgendwas mit Blau. Dann, aber das müsste so ein richtiges Marine. Somebody is having a party in one of our rooms and they're being far too loud. Several guests complained already. Was? Wir hatten eine Party. Wer macht hier Party? 103 oder was? Warum macht ihr Party? Ich bin hier am Streichen, yo.
Party ist verboten. Streichen. Mother F. Yo. Try again harder. Hallo? Hier ist nichts. Hier ist doch gar niemand. Hier wohnt niemand. Haben wir Geister? Haben wir verdammte Geister? Alter, wer ist das denn? Der böse Dog? Kopfgeldjäger oder was? Ich glaube, ich habe einen Kopfgeldjäger hier bei uns. Warum ist eigentlich immer wieder irgendwie Kacke unterm Bett? Das kann doch nicht sein. Wer kackt denn unters Bett? Welcher Freak. Ich hab ne Satansdämonenbraut ohne Augen und einen schmierigen Kopfgeldjäger. What the? What? Was ist denn hier passiert? Okay, irgendwie. Meine Decke. Yo. Meine Decke. Die habe ich doch gestrichen. Was ist mit meiner Decke passiert? Hat er aufgehört, die zu streichen oder was, weil ich weg war? Das geht ja mal gar nicht. So, und jetzt die Wände. Was haben wir hier so zur Auswahl? Holztäfelung. Wie sieht das aus? Ja, das ist eigentlich auch lobbymäßig sowas. Das ist nicht lobbymäßig. Nee. Ja, so ein Muster muss es halt irgendwie sein. Da gefallen mir die Farben nicht. Schauen wir mal bei Tapeten rein. Okay, das sind wirklich so richtige Motive. Das geht gar nicht. Haben wir denn nicht einfach Tapetenmotive, Tapetenmuster? Mehr haben wir nicht. Können wir denn, warum können wir nicht so eine Tapete wie hier drüben haben? Jetzt mal ganz im Ernst. Einfach so eine Tapete wie das hier. Sowas hier. Da sieht ja das hier fast noch am elegantesten aus. Das bräuchte ich in irgendeinem Blauton. Vielleicht. Vielleicht mache ich das hier nur auf irgendeiner Höhe. Dass ich einfach nur das oben so mache. Und hier unten mache ich dann irgendwas anderes. Easyman LP, Dankeschön. Die Lobby ist echt eine harte Nuss, du. Vielleicht auf der Höhe. Oder ich mache auf der Höhe Holz. Und streiche die anderen Sachen. Oder mach bis hierhin Holz. Und streiche den Rest. Ich mach das einfach hier mit sowas. Im unteren oben mache ich weiß. Oder einen hellen Ton.
Was ich es so mache. Oh, passiert hier was? Oder eher so einen helleren Ton. Ich passe das besser zu weiß. Die Lobby ist eine harte Nuss. Ich hätte gerne einfach eine stinknormale, schöne Tapete. Dann wäre ich happy. Aber find mal so eine Tapete. So, erstmal wieder hier sauber machen. Das ist eigentlich schon wieder schmuddelig, dass ich weniger Einnahmen habe. Jetzt gehen wir in die Lobby, jetzt gehen wir in die Lobby, jetzt gehen wir in die Lobby und haben jede Menge Spaß beim Geld ausgeben. So. 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 Das ist jetzt halt zeitaufwendig. Ich sehe gerade, hier fehlt sogar noch Boden. An der Stelle. Und jetzt streichen wir weiß. Oh nein, was habe ich jetzt geklickt? Oh. Can you hear that? It must be that crazy hen again. She's on one of the hotel floors. Irgendwie... See if you can find her. Jetzt streicht sie das alles oder was? Oh nein. Das war doch so gar nicht gewollt. Reicht das wirklich alles durch? Ich will ein Weiß. Hier sowas, Austernweiß. So, jetzt kannst du es nochmal alles streichen. Dann bitte wieder ganz normal. Danke. No, stopp. Von hier ab. Hoch. Jetzt muss ich das hier nochmal neu machen. Kacke. Ach, dann bleibt nichts erspart. Wenn wir irgendwann mal schöne Tapeten haben, werde ich das eh alles nochmal austauschen. Psst. Alter Skewer, danke für die tolle Unterhaltung. Gebe dir wieder mal ein bisschen was für die Tasche. Ey, Skewer, du sorgst dafür, dass auch jemand wie ich sich Bananen leisten kann. Dankeschön für deine Unterstützung. Auch wenn ich hier gerade meine Meisterarbeit in der Lobby mache. Die Lobby ist böse. Dank Menschen wie Skewer kann ich mir ein Päckel Bananen holen. So. So. So.
So. Und dann muss ich hier nochmal alles neu machen. Es gibt leider keinen Farbentferner. Was echt doof ist. Richtig doof. Ich hätte halt gerne so schöne Tapeten und Holztäfelungen und Stuck und alles, was sie da oben haben. Die Lobby wirkt halt richtig billig im Vergleich zu dem, was davor halt da war. Davor war die Lobby einfach so geil, ne? Jetzt haben wir so eine Billo-Lobby. So. Aber irgendwie mehr kann ich nicht machen. Mehr kann ich im Moment einfach nicht machen. Das ist schon das Höchste der Gefühle irgendwie, gefühlt. Das ist leider schon das Höchste der Gefühle. So, jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich das austauschen kann, ob ich das entfernen muss. Ich muss das wirklich abschlagen. Hey. Gott, ist das doof. So, ist das jetzt alles weg? Kann ich jetzt nochmal neu hinmachen gleich? Ich hoffe doch. Alter, Dankeschön für die Unterstützung! Mega fettes Dankeschön, noch mehr Bananen für mich. Ey, jetzt sag nicht, ich kann das nie wieder ändern. Ah doch, 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 es kommt was. Na, das sind noch so Sachen, die finde ich bei dem Spiel müssten noch ein bisschen verbessert werden. Na, okay, es geht. Oh, jetzt habe ich es zu weit gemacht. Okay, warte, was ändert der jetzt hier alles? Ultimative Verwirrung. Na, nein! Oh. Jetzt habe ich es falsch gemacht. Warte, ich wollte eigentlich pinseln. So. Und hier muss wieder alles weg, weil die jetzt weiß gemalt sind. Du kannst, glaube ich, die Farbe nicht entfernen, oder? Oder ich muss gleich mal gucken, vielleicht gibt es auch ein Farb entfernen. Ich habe es nicht gesehen. Vielleicht gibt es auch einen Farbentferner und ich habe ihn gar nicht gesehen. Nö. So. So. Es wird Zeit, dass wir so richtig geile Tapeten bekommen, so ein Kram. So, hier kommt es noch hin. Den Raum. Den tapeziere ich jetzt. So. Haben wir das hier? Was fehlt denn jetzt noch alles von der Lobby? 79%, wahrscheinlich auch noch das hier alles. Ist hier immer noch nicht alles ausgetauscht? Oh nein, jetzt habe ich wieder alles gewählt aus Versehen, oder was? Oh, ey, das ist... Der wechselt das nicht... Oh Gott, ich krieg noch einen Rappel.
Das Spiel ist Pain in the... Ich wollte doch nur das hier unten austauschen. Warum tauscht er das denn nicht aus? Weil da noch Kacheln sind oder was? So, jetzt kann ich das wieder streichen. Jetzt kann ich das hier wieder streichen. Von wo ab? Von hier ab. Nee, stopp. Nur von hier ab. Gott, nervt das. Muss es beim jeden Mal wieder wegkuhen. Moment. So. Was wird weiß? Hier. Das hier wird weiß. So. Kann ich die wieder weghauen und dann hab ich's endlich. Nochmal kacheln. Bitte aber nicht alles. Danke. So. Sandra, du könntest mir echt helfen. Verdächtige Aktivitäten auf Flur 1. Was ist denn hier schon wieder verdächtig los auf Flur 1? Spiel. Spiel, ey. Spiel. Was ist hier los? Geh zum Huhn. Was? Das Huhn will jetzt mit mir spielen, oder was? Würfelkampf. Alter, jetzt muss ich... Okay. Good luck. Ja, was soll ich jetzt machen? Den Würfel werfen. Und ich habe eine 4. Warum gewinnt das Huhn? Das hat eine 5. Und was gewinnt das Huhn jetzt? Mein Hotel? 2. Komm, das Huhn ist unbesiegbar. Was habe ich gewürfelt? Alter, das Huhn hat... gewinnt jetzt das Huhn die Rechte an meinem Hotel? Ey, das Huhn zieht dich ab. Du kannst gegen das Huhn nicht gewinnen. Das Hotel, in dem ich all meine Ersparnisse reingesteckt habe, gehört jetzt gleich wieder dem Huhn. Du gewinnst diese Runde, ja! Toll! Einen habe ich gewonnen. Aber im Großen und Ganzen... Oh, no. She beat you this time. Try again. Hier ist schon wieder alles Schmodder. Jetzt besitzt ein Huhn mein Hotel. Ein Huhn besitzt mein Hotel. Das sind ja großartige Aussichten. So, ist hier alles sauber. Warte mal, wie sieht's hier aus? Habe ich doch erst gewischt. Oh. Wir bimmelten hier. Warum ist die Decke jetzt eigentlich schon wieder... Das ist doch ein Bug. Das ist doch echt ein Bug. Meine goldene Decke ist irgendwie immer wieder aufs Neue nicht mehr golden. Warum kann ich jetzt hier... Muss ich das von unten streichen? Warte mal, wenn ich jetzt runtergehe, ist sie dann... Ist sie dann golden? Ja, das ist irgendwie ein bisschen buggy, ne? Aber wie kann ich dann das hier anmalen? Warte. Okay, jetzt geht's so halb. Irgendwie aber auch nicht. Komisch. Hier geht alles. Hier oben kann ich irgendwie... Okay, das Spiel so seine Probleme. Gut.
hier machen wir alles weiß. Wie gesagt, wir haben im Moment einfach keine schönen Tapeten, keine schönen Möglichkeiten. Das sieht wenig. Das ist wenigstens der edelste Ton, den ich hier hinkriegen kann. Vielleicht ziehe ich einen gelben, goldenen Streifen noch durch. Mal gucken. So. Oder ich mache die Decke hier so wie die. Ich meine, weiß geht immer. Weiß, also ist ja kein richtiges Weiß, ist ja so ein Austerweiß, aber so eine Farbe geht irgendwie immer gefühlt. Da machst du nie was verkehrt. Da machst du nie was verkehrt. So. Warum ist die Lobby jetzt wieder schmutzig? Ach, wegen dem Kram hier. Weil wir ja so viel umgeschrubbt haben. So, gib mir das. So. Jetzt habe ich hier Lobby wenigstens noch so ein bisschen durch dieses Goldgelb so einen kleinen Akzent gegeben. Der Streifen ist eigentlich ganz cool, oder? Chat? Ja. Der Streifen ist eigentlich ganz cool. So, Sandra. Hey. Owl, dankeschön für die mega geilen Bits. Gott, dauert das Streichen hier gerade lange. Zur goldenen Nadel. Da muss ja auch ein bisschen Prunk und sowas sein. Ich hätte halt gern wieder oben so schön oben so eine Holzvertäfelung und sowas. Das wird mir halt gut gefallen. So, was fehlt denn jetzt noch? Was fehlt denn jetzt noch? Hier ist doch alles... Ach, hier. Hier fehlt noch. Hier fehlt noch. Hier fehlt noch. So, wir haben's. Eigentlich müsste man hier auch einen schönen fetten Teppich haben oder sowas, ne? Na gut, schauen wir mal. Polstermöbel. Polstermöbel. Sofa. Die sind gesperrt. Das ist so ein bisschen lobbymäßig. Das ist eher so Wohnzimmer. Das könnte ich mir gut vorstellen in der Lobby. Nee. Bis jetzt ist mein Lobby-Ding... Das hier ist auch schön lobbymäßig. So, warte mal, jetzt brauche ich aber noch passende... Ich brauche 4 Sofa. Was passt zu dir? Nee. Vielleicht. Hm. Ja, nee.
Was passt zu dem? Wahrscheinlich noch am ehesten sowas. Oder die hier? Nee. Wahrscheinlich am ehesten der hier. Was ist das denn? Ich habe eine ungewöhnliche Beschwerde erhalten. Wenn ich recht verstehe, ist in einem Zimmer etwas kaputt. Bitte geh und sieh es dir an. Wird das noch so richtig stressig? Geh ins Zimmer. Dämon der Zerstörung. Ich habe wirklich einen Dämon in meinem Zimmer? Ich habe wirklich einen verdammten Dämon in meinem Zimmer? Ach Gott. Was zum... Wait. Was that the same hen we met was when zum... we arrived at the hotel? Alter! Das Huhn hat... was? Nice job fixing the room. I'm worried this hen may cause more chaos in the future. What? Das Huhn zerstört meine Möbel. Das Huhn zerstört meine Möbel. Warum sind meine Einnahmen wieder so low? Was ist denn mit dem Vampirzimmer? Ist das besonders schmutzig? Oder das Huhn einfach nur meine Gäste verjagt? Gott, stressig. Wie die Lobby jedes Mal erst so laden muss, irgendwie, ne? So, wo bin ich? Was? Hä? Lobbyverkleidung? Wie kann das jetzt 7%? Jetzt. Das muss jedes Mal irgendwie voll reinladen, das Ding. So, wo waren wir? Couchtisch? Haben wir irgendwas aus Glas? Oh, das ist auch so ein Lobby-Ding. Oder wir nehmen halt so einen richtig mächtigen. Obwohl der Glas finde ich irgendwie stylisch. Wie viele brauchen wir denn davon? Ich nehme... Oh, der. Der kann man so schön nebendran stellen. Dann mache ich nämlich hier dasselbe Sofa nochmal hin. Weil sowas hat auch was. Mache hier dann auch nochmal denselben Tisch hin. So. Dann mache ich nämlich hier... in die Ecke. Die passenden auch in so einem Ockergelb. Die passenden Sessel hin. Na. Ich habe auch dann später Beleuchtung. Da kommt ja noch... was brauchen wir noch? Wir brauchen Tische, Schränke. Wir bräuchten halt sowas wie eine Garderobe, halt so Lobby-Schränke. Das ist jetzt alles irgendwie nichts, was so wirklich in eine Lobby reinpasst, finde ich. Na, wenn dann eher so Vitrinen-ähnliche Schränke würde ich machen. Oder der hier vielleicht.
So einem Schwarzton. Wie viele Schränke brauche ich? 2. Würde ich hier gegenüberliegend machen. So. Regale brauchen wir auch. Könnte man hier eventuell was hinmachen? Vielleicht. Wie hängt das denn? Passt doch. Auch in einem dunklen Ton. Im Moment haben wir einfach noch... Ich würde hier gerne an die Wand was machen, aber irgendwie hat er da keinen Bock drauf. Nee, geht nicht. Mies! Alter, mies. Nee, dann gefällt mir das doch nicht. Ich muss auch noch so viele Sofa und Sessel unterbringen. Noch 2 Tische. Könnte man denn hier Sitzgelegenheiten haben? Da hier vielleicht noch ein kleineres Sofa rein? Viel zu viel Kram. So viele Leute sitzen auch nicht in der Lobby rum. So viele Leute sitzen auch nicht in der Lobby rum, oder? Lungern echt so viele Leute in Lobbys? Ja, vielleicht so ein kleineres. Vielleicht so ein kleineres. Was war denn jetzt die Startfarbe? Die war eigentlich ganz gut. Hätte ich es mal nicht weggemacht. Nee. Ich nehme das hier. So. Die Lobby hat sehr viele Sitzengelegenheiten. Noch hier machen wir den kleinen nützlichen Glastisch. Hier passt leider keiner hin. Jetzt brauche ich irgendwas Simples noch. Irgendeinen Stuhl, der relativ... Ja, vielleicht den hier. Na, nein, 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 nein. Gott, eine Lobby zu gestalten ist eine Mammutaufgabe. So geht er nicht rein. So, noch ein kleiner Glastisch. Steht er halt hier. Was fehlt jetzt noch? Oh mein Gott, ich brauche 8 Sofa, 8 Sessel. Ja, müssen hier die Sessel hin. Das ist so viel. Du wirst ganz schön putzen müssen. Bei Regen wird das Hotel zu einer schlammigen Sumpf. Jetzt wird auch mein Hotel noch versumpft. Oh Mann, mein Leben ist hart. Mein Hotelleben ist hart. So. Jetzt fehlen aber immer noch. Ich muss die ganze Zeit auch putzen und alles. So, hier, bitte. Habe ich nicht auch irgendwelche Skills oder kommt es erst später? Weil hier war doch irgendwas. Fertigkeiten. Reinigungsmittel. 5000. Hammer.
Kann ich doch nicht holen. Automatischer Reinigungsroboter. Ja, sowas wäre Bombe. Sowas bräuchte ich endlich mal. So, was machen wir denn für Ablagen jetzt hin? Wie viele brauchen wir davon? 6. Ach, lecko mio. 6 Stück. Das ist echt übel. Ja, da kann man noch Deko reinmachen. Ich renne einfach hier in die Ecke. Boah. So, und jetzt noch kleine Kommoden. So viel Platz hast du ja gar nicht in deiner Lobby. Eine kann ich hier hinstellen. Ich glaube, da nehme ich auch einen Weißton. Einen stelle ich hier hin. So, jetzt muss ich nur noch irgendwo zwei Sessel unterbringen. Ich habe keine Ahnung, wo. Das sind einfach viel zu viele Sessel. Ich stelle einfach jetzt zwei hier hin. So, jetzt hat die Lobby schon mal Sessel. Und damit bin ich auch mit meinen Lobbykräften erstmal erschöpft. Das Spiel ist schon geil, es macht schon echt Spaß, aber es ist auch unglaublich intens. Es ist unglaublich intens. Und ich glaube, später kannst du halt noch voll viel umräumen, wenn du irgendwann halt ganz andere Sachen hast, ne? Was habe ich denn hier alles? Ja, jetzt brauche ich wieder jede Menge von denen. Was wieder 4 Stück davon? Lobbykunst halt. Das hier wird gut in die Lobby passen. Das ist was, wo ich in der Lobby sehe. Das ist was, wo ich in der Lobby sehe. Das hat Stil. Das hat wirklich Stil. Kann ich hier auch eins hinmachen? Oder ist hier das... Ah, hier ist das Sofa im Weg. Aber das hat wirklich Stil. Gut, so lassen wir die Lobby jetzt erstmal stehen. Ich muss eh schon wieder putzen, ne? Weil die Gäste sich beschweren. Hier bist du einfach dauerbeschäftigt in dem Spiel später. Wenn dann alle deine Zimmer in Ordnung halten willst, gucken willst, dass es hier alles läuft. Na, hier schon wieder Dreck. Alter, die Gäste sehen aber auch echt gruselig aus, ne? Die Gäste sehen echt verdammt... Und den muss ich auch noch komplett sauber machen. Den hier. Das muss auch noch alles weg. Ich hätte halt gern sowas hier. Sowas würde mir gefallen. Vielleicht bekommen wir halt mehr, wenn wir die Lobby irgendwann mal durch haben. Aber die Lobby ist halt ein Monster.
Ich meine, so hässlich sieht sie jetzt nicht aus. Das stört mich ein bisschen, aber das ist Game Bug. Ich kann das jetzt hier auch nicht oben nochmal anmalen, damit es auch oben schön aussieht, oder? Nö. Das ist voll doof. Und mich stört es, dass ich hier auch nicht... Guck mal, ich kann das hier nicht machen. Das ist richtig doof. Tja, 4000 fürs Ei. So. Gut. Das war es erstmal mit der Folge hier. Ich glaube, das Spiel kann man auch richtig durchspielen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!